Hallo. Ja, es scheint wieder zu gehen, endlich. Und es funktioniert, es läuft und schnurrt wie ein Kätzchen. So, ich begrüße euch herzlichst zum Finale vom europäischen Teil des Thunderdome-Turniers auf Octagon. Ihr seht, die beiden Finalisten sind schon in der Lobby drin und wir können loslegen. Ich starte das Spiel mal und derweil zeige ich euch, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass wir hier jetzt dieses Finale genießen dürfen. Ihr seht hier auf meiner Browserseite den europäischen Teil des Turniers. Und da könnt ihr sehen, dass hier die beiden Finalisten Charmina zuerst gegen JaxxMack gewonnen hat und dann auch Hanma ausgeschaltet hat, den Gen-Con-Sieger. Es war ein knappes Match, aber Chaminas Taktik hat sich dann doch am Ende bewährt und Kitchen, der hat hier ganz unten angefangen, erst S3 Chaos besiegt und dann Halevin auch noch und jetzt treffen sich die beiden hier im Finale und ihr wisst, ist ja der Finalist, also der Gewinner dieses Finales wird dann weiterspielen gegen den Sieger des US-amerikanischen Teils des Turniers. Das könnt ihr doch mal hier sehen. Da ist noch ein Halbfinale zu spielen. Das ist ein bisschen verschoben worden. Und das Finale, da ist Sharkbait, hat sich schon qualifiziert. Der wird entweder gegen Grit oder gegen Master Mystery spielen. Und dann werden die beiden Sieger dieser Turniere nochmal in einem großen Finale gegeneinander spielen. Im Best of Three. Und da darf man sogar sein Deck mittendrin wechseln. Wird also eine spannende Sache. Wird auch nochmal im Forum genauer angekündigt, wann es stattfindet. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die beiden hier so treiben. Ein bisschen einstellen, damit ihr das besser sehen könnt. So. Also wir haben hier Keychains Nekromant, der erst gestern sein Halbfinale gespielt hat gegen Halevins Druidin und am Ende dann doch ziemlich deutlich gewonnen hat mit seiner exotischen Kreaturenauswahl. Kreaturen, die allesamt dazu dienen, Gifteffekte, Giftzustände auf den Gegner zu machen, damit er hier seine Fertigkeit Plague Master nutzen kann. Und damit hat er dann doch am Ende den Sieg davongetragen. Und Chamina natürlich mit seinem Erdmagier siegreich gegen den Wassermagier von Hanma. Wir haben bisher nur einen Wizard Tower von Chamina gesehen und ich glaube auch nur eine Ballista, wenn ich mich recht erinnere. Damit muss hier Kichan auf jeden Fall erstmal fertig werden. Seine Kreaturen waren jetzt nicht so sonderlich stark in der Offensive, dass man sagen könnte, er kann hier so einen Wizards Tower oder eine Balliste einfach so mal wegballern. Da war er auf Abstand halten, abwarten ausgelegt und hat seine Kreaturen die Giftzustände auf die Gegner verteilen lassen. Jetzt haben wir hier nur einen lebenden Gegner. Wir wissen, dass Charmina in den Runden davor einen Guardian Angel benutzt hat. Wir wissen, dass er einen Iron Golem und einen Earth Elemental benutzt hat. Und zwei davon sind schon mal gar nicht lebendig. Die können also gar keine Gifteffekte auf sich drauf haben. Nur der Guardian Angel kann das, aber der ist davon ohnehin nicht so stark betroffen. Wird also die Frage sein, wie Kitchen hier vorgehen will, um Chamina zu gefährden. Also nach dem ersten Eindruck müsste man schon sagen, dass er einfach alle Kreaturen auf Chamina schickt, hofft, die Gifteffekte da zu stapeln, dass Chamina irgendwie nicht eine Möglichkeit hat, die zu entfernen. Vielleicht Purify geht da natürlich oder Wand of Healing. Aber wenn das dann erstmal ausgeschöpft ist und die Gifteffekte da drauf stapeln, dann vielleicht noch mit ein paar Verzauberungen wie Arcane Corruption oder dem Idol of Pestilence, dieser Beschwörung, hier nochmal ein bisschen Schaden auf den Magier zu bringen und gleichzeitig versuchen, die Regeneration zu verhindern. Charmina, der wird wahrscheinlich wieder ziemlich defensiv spielen,
und erstmal abwarten, was hier überhaupt in der Offensive gegen ihn ins Feld geführt wird, um dann zu reagieren. Das kann man natürlich mit dem Wizards Tower und der Ballista wunderbar machen. Und wird auf jeden Fall ein schweres Match. Ich glaube, Kitchen wird hier, ist hier ein bisschen im Nachteil mit seinem Nekromanten. Aber das habe ich in den vergangenen zwei Spielen von ihm auch gesagt, weil ich so überrascht war, diese exotische Kreaturenauswahl zu sehen. Aber es hat überraschend gut funktioniert. Also ich bin gespannt, wie das hier heute wird. Die Spieler sind bereit. Ich glaube, es kann losgehen. Die planen schon ihre ersten Karten. Von Runde 1. Wir haben 14:10 Uhr. Ich bin mal gespannt, wie lange das Spiel dauert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wieder länger als 2 Stunden dauert. Da hier doch gerade Tschamina mit seinen Möglichkeiten hier in der Offensive das Spiel dann doch schon mal in 2, 3 Runden entscheiden kann, wenn er es wirklich drauf anlegt. Da kann eine Menge Schaden rüberkommen. So, die Spieler haben sich nochmal alles Gute gewünscht, viel Glück und jetzt kann es endlich losgehen. Tschamina fängt an und stellt sich hier die Schmiede der Schlacht hin. Das hat er in den letzten Spielen auch schon gemacht. Das ist seine Taktik. Ich glaube, es ist sein einziger Spawnpoint, den er benutzt. Und das ist natürlich schwierig für Kitchen, von dem ich weiß, dass er gar keinen Spawnpoint benutzt hat. Also hier ist schon mal ein Aktionenvorteil für Tschamina. Und die Schmiede, die steht so weit hinten, das zeigt an, dass Tschamina hier diesen Bereich rechts unten in der Arena gar nicht verlassen möchte. Der möchte hier bleiben, um die Schmiede zu nutzen. Er muss ja auch nicht weiter weg, denn er kann von hier stehend dorthin den Wizards Tower und die Ballista hinspielen, um dann hier alles in der Arena angreifen zu können. Also guter Zug hier, der nochmal darauf hinweist, dass Jamina abwarten wird, was hier gespielt wird. Zudem haben die Nekromanten normalerweise im Deck auch nicht unbedingt so viele Zauber, um die Schmiede mal eben aus dem Weg zu räumen. Eher weniger Wasserzauber. Frost Hammer wird da auch eher selten benutzt. Von daher kann man mal davon ausgehen, dass im Gegensatz zum Spiel gegen Hanma, Tschamina diese Schmiede hier etwas länger behalten wird. So, Runde 1 ist vorbei. Wir sehen hier beide mit einer ziemlich gleichen Eröffnung. Beide sind stehen geblieben. Kitchen hat hier ein Kristall gespielt und das Amulett. Tschamina die Schmiede und das Amulett. Also beide haben jetzt quasi Mana-Sammlung von 12. Allerdings Tschamina muss einen Mana hier über die Schmiede abbauen. Tschamina macht weiter, wie er angefangen hat. Er spielt hier den Ring. Verzauberter Ring, der auch nochmal einen Discount gewährt. Also kann Tschamina schon 13 Mana pro Runde benutzen. Im letzten Spiel hat Tschamina jetzt hier Harmonize auf sich gespielt, um nochmal auf 14 Mana zu kommen. Ich denke, das wird er hier auch wieder tun. Kitchen benutzt seine erste volle Aktion, um einen Thunder Rift Falken zu spielen. Diese Kreatur sieht man normalerweise nur bei Tiermeistern, selten bei Druiden. Und jetzt hier bei unserem Nekromanten. Weiß nicht, ob er damit Tschamina wirklich in Bedrängnis bringen kann, denn wir wissen hier, der Zauberer, der hat natürlich Arcane Zap, eingebauter Fernkampfangriff, und der wird hier diesen Thunder Rift Falken recht schnell vom Himmel holen. Zudem wundert es mich, der Thunder Rift Falken hat keine Möglichkeit, Gifteffekte auf den Gegner zu stapeln. Das widerspricht so ein bisschen der Taktik von Kitchen, die er in den letzten Spielen benutzt hat. Und Tschamina verzaubert die Schmiede mit Harmonize anstatt sich selbst. Da spart er nochmal ein Mana. Selbst hätte er nämlich insgesamt 5 Mana zahlen müssen. Aber Magebind fällt bei der Schmiede weg, also hat er hier nochmal ein Mana gespart und gleichzeitig noch den Engel rausgenommen. Engel ist natürlich perfekt geeignet, um hier Verteidigung zu bieten gegen den Thunder Rift Falcon. Beide fliegen und der Engel ist jetzt nicht in der Offensive so stark, aber der Falke kann ihm nicht gefährlich werden und selbst mit 2 Angriffen ist der Falke auch vom Himmel. Also dieser Falke hier, das war glaube ich schon mal eine Fehlinvestition, wenn ihr mich fragt. Der wird hier im Spiel nicht wirklich viel ausrichten können. Akichan bei 22 Mana, also das ist schon eine Menge. Der kann hier jetzt ein paar Runden hintereinander Kreaturen auf die Platte bringen und mal schauen, ob er genug hat, ob er die richtige Kombination finden kann, um hier hinten diese Festung zu knacken. Diese Festung, an der Hanma auch gescheitert ist, mit seinen 3 Wizard Towern und 2 Ballisten, die er, glaube ich, im Spiel benutzt hat.
Ich habe schon aus Scherz gesagt, falls Kichan es wirklich schaffen sollte, hier zu gewinnen und auch das große Finale zu gewinnen, gegen wen auch immer er da spielen wird, dann werden wir eine neue Diskussion im Forum haben. Der Nekromant ist viel zu stark, wenn er mit ganz exotischen Kreaturen spielt, die man so nicht von ihm erwarten würde. Aber ich bezweifle, dass er das hier schaffen wird. Denn nach allem, was ich jetzt hier in zwei Runden gesehen habe, ist da noch nichts auf der Platte, was Charmina ansatzweise gefährlich werden könnte. Charmina sehr, sehr defensiv. Also der Engel, der ist natürlich weniger für die Offensive geeignet. Hier ein Zauberer hat eher weniger Buffs für den Engel dabei, also Bärenstärke, Lion Savagery, das hat er hier eher weniger. Das heißt, der Engel, der wird auch erstmal wahrscheinlich nur mit drei Würfeln zuschlagen. Daher lohnt es nicht, den da jetzt rüber zu schicken, um da anzugreifen. Der Engel, der wird erstmal vorrangig zur Verteidigung dienen und die beiden anderen Kreaturen, die Charmina hat, der Eisengolem und der Erdelementar, die sind dann eher schon zum Angriff geeignet. Allerdings muss er damit leben, dass die slow sind, die sind langsam und die brauchen eine halbe Ewigkeit, um hier die Arena zu durchqueren und zum Gegner zu gelangen. Der Engel ist auf Wache gesetzt, hier kann eh kein Angriff erfolgen, selbst wenn Kichan hier rein sprintet. Ist er immer noch außer Reichweite von der Schmiede, aber auf Nummer sicher gehen ist nie verkehrt, gerade wenn auch Harmonize auf der Schmiede ist, dass die Schmiede zu einem besseren oder wertvolleren Ziel macht. 8 Mana plus nochmal 4 Mana, das sind 12, da kann man dann schon mal zweimal Searching Wave draufschießen und immer noch einen Gewinn machen. Charmina geht jetzt langsam nach vorne und verzaubert sich. Das ist das erste von vielen Verzauberungen, die er nutzen wird. Und hier kommt jetzt die Kreatur, die das letzte Spiel von Kichan so dominiert hat. Der Gorgon Archer. Sehr ausdauernde Fernkampfkreatur, die jetzt auch wieder die Giftzustände auf den Gegner bringen kann. Hier spreche ich von den Weak Tokens, die allerdings im Kampf gegen den Magier eher von geringerer Bedeutung sind, denn wann schlägt schon mal ein Zauberer hier im Nahkampf zu? Das sieht man selten. Der wird eher Angriffszauber benutzen und da funktionieren diese Weak Tokens nicht. Auf den Engel könnte die Gorgonenschützin allerdings mal anlegen. Das ist dann immer schon ein bisschen ärgerlich, wenn da so ein zwei Weak Tokens drauf sind und der überhaupt keinen Schaden mehr macht mit einem Würfel. Zudem permanente Gefahr dann auch für den Engel, wenn die Verteidigung mal nicht funktioniert oder noch ein Angriffszauber hinterhergeschossen wird mit der Gorgonenschützin zusammen, könnte man dem Engel dann auch mal gefährlich werden. Kichan geht auch auf Nummer sicher, genau wie Charmina, der sich hier eine Verzauberung gegeben hat, wahrscheinlich was Defensives, so wie ich ihn kenne. Und Kichan nimmt die Cloak of Shadows raus, sodass er nicht von mehr als einer Zone anvisiert werden kann. Das hat er wahrscheinlich gemacht, da er befürchtet, hier auf einen Wizards Tower und eine Ballista zu treffen, die dann einmal schießen und dann läuft er in der nächsten Runde außer Reichweite. Zudem ist die Platzierung auch schwer, wenn Kichan diesen Umhang draußen hat, da müsste man schon die beiden Beschwörungen im Nachbarfeld platzieren und dann sind sie natürlich auch verwundbar für die anderen Kreaturen, die Kichan bis dahin auf dem Feld hat. Ich denke, wenn Charmina hier irgendetwas auflöst, dann wird es ja auch bald die Cloak of Shadows sein, ganz einfach, um sich die Möglichkeiten offen zu halten. Die Cloak of Shadows ist viel zu nervig, um die ganze Zeit damit klarkommen zu müssen. Lässt dem Gegner viel zu viele Möglichkeiten offen, um immer wieder Zaubern zu entkommen. Das macht die ganze Planung schwierig und das wird er, glaube ich, nicht auf Dauer hinnehmen wollen. Eine andere Möglichkeit wäre für Charmina natürlich auch, wenn er hingeht und Wizards Tower und Ballista benutzt, hier in dieser Zone, denn die Kreaturen von Kichan, die haben natürlich nicht das Obscured, die sind von zwei Zonen Entfernung angreifbar. Und das ist natürlich eine gute Sache hier. Die Ballista holt den Vogel mit einem Angriff normalerweise runter und der Tower und die Ballista zusammen. Da kann die Gorgonenschützen auch nichts dagegen setzen. Charmina jetzt direkt
relativ früh schon mit dem Veterans Belt. Er hat hier zwei Rüstungen und den Veterans Belt. Eventuell noch eine Rhino Hide hier, also schon mal vier Rüstungen und zwei Schaden, die auf jeden Fall mal absorbiert werden. Zweite Verzauberung jetzt hier, er benutzt also den Enchanter's Ring jede Runde und spart so ein Mana. Diese Verzauberung hat er in der einleitenden Schnellzauberphase gemacht, also das spricht dafür, dass das was Defensives ist. Und jetzt hier nochmal eine weitere Kreatur, die wir glaube ich noch nicht so gesehen haben von Kitchen, ein Dwarf Panzer Guard mit der Intercept-Fertigkeit. Also der kann hier nochmal einen Bolzen von der Ballista oder einen Schuss vom Wizards Tower abfangen, zusätzlich zum Schutz, den Kitchen ohnehin schon hat. Diese Panzergarde wird nicht nur Kitchen selbst beschützen, sondern natürlich auch die Gorgonenschützin, die dann hier das Feuer von Wizard Tower und Ballista nochmal erwidern kann. Der Falke hier übrigens auf dem Boden hält Wache. Kann allerdings nur gegen Nahkampfangriffe schützen, die hier ohnehin nicht stattfinden. Und hier sehen wir jetzt, wow, Jamina ist jetzt nochmal zurückgelaufen in die Startzone, also hier findet erstmal noch keine Konfrontation statt. Er hätte natürlich auch nach oben laufen können und dann hier das Bim-Schaller hinstellen können, aber er geht nochmal zurück in die Startzone, will also erstmal abwarten, was hier noch kommt. Immerhin hat Kitchen schon drei Kreaturen, die dem Engel so bisher noch nicht gefährlich werden können. Da braucht es erstmal noch ein paar Angriffszauber mehr, die da investiert werden, um den Engel vom Himmel zu holen. Der kann sich jede Runde, wenn er Wache hält, um zwei heilen. Und die Schützin schießt mit vier Würfeln, da kann man drei Schaden erwarten. Also pro Runde, müsste man sagen, bekommt der Engel einen Schaden mit Plague Master 2 und er hat 12 Hitpoints. Kann natürlich auch nochmal hin und wieder einen Schuss abfangen. Also die Schützin alleine wird nicht genügen, um den Engel hier zu besiegen. Und selbst mit dem Idol of Pestilence kann Jamina wahrscheinlich nicht zum Angriff hier gezwungen werden. Da braucht es schon eine Kombination auf Idol und Deathlock. Allerdings stehen die dann hier rechts und links von, also rechts und unten von Kitchens Basis hier oben und können natürlich dann auch von weiterer Entfernung mit Ballista und Wizards Tower bekämpft werden. Und die sollten dann auch nicht so lange stehen. Das heißt, hier ist Kitchen so ein bisschen in Zugzwang. Also, wenn er hier und hier etwas hinstellt, eine Beschwörung, dann wird die natürlich sofort angegriffen mit der ganzen Härte. Und wenn er das nicht macht, ja, dann kann er wohl auch nicht wirklich gewinnen oder den Gegner zum Rüberkommen bewegen. Das heißt, er muss dann selbst irgendwann mal rüberlaufen. Und schauen, ob er hier ein bisschen Schaden auf den Gegner bringen kann. Der Engel kann nämlich hier nur eine Zone verteidigen. Entweder Bim-Schaller, was im Moment für Jamina wichtiger zu sein scheint, oder hier die Schmiede. Und Jamina bringt jetzt den Erdelementar ins Spiel, um einfach mal sein Mana zu verwenden mit der Hauptaktion. Er hat noch einen Schnellzauber, da wird er wahrscheinlich wieder eine Verzauberung sprechen. Und hier nochmal eine weitere Kreatur, also Kitchen fährt da ein bisschen so auf Zwerge ab, nicht nur die Panzergarde, sondern auch Crimson Deadeye Sniper, der zusammen mit der Gorgonenschützin, die haben schon genug Feuerkraft, um hier einen Wizards Tower und eine Ballista mal eben kaputt zu schießen. Vier Kreaturen für Kitchen und wir sind in Runde 6. Das heißt, außer in einer Runde hat er jetzt immer Kreaturen gerufen. Und 1,
2, 3, 4, 5. Oder auch nicht. Jede als zwei Runden hat er. Ne, eine Runde hat er ausgelassen. Genau. Von 5 Runden, die bisher gespielt sind, hat er 4 Kreaturen gerufen. Also eine Runde hat er ausgelassen. Jetzt hat er schon 4 Kreaturen. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Er hat jetzt 13 Mana. Wenn er beide Aktionen nutzen will, kann da jetzt keine so starke Kreatur mehr kommen. Ich weiß, er hat noch eine Fledermaus am Start und er hat auch noch einen Plague-Zombie. Und der Plague-Zombie, der ist natürlich jetzt auch nochmal gefährlich. Gerade wenn er auch viel Mana hat, dann kann der den Gegner angreifen. Wenn er besiegt wird, steht er sofort wieder auf. Natürlich, der Plague-Zombie ist nicht so gut gegen den Erdelementar. Aber wenn er einmal am Magier dran ist, ist das ziemlich ärgerlich, wenn hier ein Rot nach dem anderen draufkommt. Und so kann Shamina dann doch in Schwierigkeiten geraten, wenn er sie irgendwann nicht mehr entfernen kann, wenn Purify ausgeht, wenn der Wand of Healing vielleicht aufgelöst wird, den er hat, dann tickt hier der Schaden auch für ihn runter. Und wie macht man einen Plague-Zombie denn? Wie kann man den denn schon besiegen, wenn er immer wieder aufsteht? Das ist eine ärgerliche Sache. Zudem, wenn er im Nahkampf besiegt wird, wird auch ein Rot-Token auf die Kreatur draufkommen, sofern sie lebendig ist, die ihn umgebracht hat. Wenn der Engel das also macht, dann hat er ein Rot-Token und der Erdelementar, der kann dem Plague-Zombie eher weniger hinterherkommen, denn der ist slow und der Plague-Zombie, der ist lumbering, also die können sich hier ein bisschen jagen. Zudem ist der Earth-Elemental non-living, das heißt, der Plague-Zombie ist nicht verpflichtet, ihn anzugreifen durch Blutdurst, der kann einfach weiterlaufen, und dann so doch nochmal entkommen. Shamina hat jetzt nochmal seine Zauberauswahl pro Runde erhöht, indem er hier den Mage Wand gespielt hat mit einer Verzauberung, mit einem drangebundenen Zauber. Da wird dann gerne Teleport genommen. Kann man benutzen, um selbst zu entkommen oder aber auch um eigene Kreaturen oder Gegner an gewünschte Positionen zu teleportieren. Was anderes wird hier auch gar keinen Sinn machen. Dissolve auf den Stab, das macht hier keinen Sinn. Ich glaube, Dissolve-Zauber hat er ohnehin genug. Dispel macht keinen Sinn, denn was soll man hier schon entfernen? Eine Verzauberung, die Kitschan bisher gespielt hat, das lohnt jetzt auch wieder nicht. Seeking Dispel auch nicht. Denn wenn der Gegner sieht, hier ist Seeking Dispel auf dem Zauberstab, dann verzaubert er sich direkt und deckt sofort auf. Das heißt, es würde gar nichts bringen. Also, das sieht mir hier schon sehr nach Teleport aus. Und es macht sich jetzt schon bemerkbar in diesen ersten Runden, dass hier Shamina eine Aktion mehr hat. Wir können ja mal spaßeshalber zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Habe ich richtig gezählt? Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Habe ich verzählt? 14, glaube ich. Müssten 14 Karten sein, die Shamina bisher gespielt hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und nur 8 für Kitchen. Das ist also schon mal ein Riesenunterschied, was Shamina hier mehr auf dem Feld hat. Nicht unbedingt vom Mana her. Vom Mana her sind die nahezu identisch. Aber allein die Leder-Items, der Veteranengurt, der Ring, das sind sehr, sehr günstige Items, die hier gespielt wurden. Und die natürlich auch was bringen. Auf Dauer. Und jetzt Kitchen nimmt den Falken und fliegt mal vorsichtig nach vorne, wobei von Fliegen hier keine Rede sein kann. Der ist eher auf dem Boden gelaufen. Er hat den Guard-Token auf sich und das heißt, er ist nicht in der Luft. Er ist am Boden und verteidigt hier diese Zone mit seinem Leben. Und auch die Panzergarde geht jetzt nach vorne. Wache haltend, das Schild emporgereckt und jeden Angriff trotzend, der da drauf gesprochen wird. Allerdings haben sie jetzt hier beide Guard. Das bedeutet, falls jemand auf den Falken schießt,
mit einem Angriffszauber kann hier die Panzergarde den Schuss abfangen, denn der Falke ist am Boden und die Panzergarde kann Angriffe, die auf den Boden gerichtet sind, abfangen mit der Intercept-Fertigkeit. Das heißt, der Falke ist jetzt hier erstmal sicher vor gegnerischen Angriffen. Und wenn jetzt hier der Crimson Dead einer unten geht, dann ist er schon in Reichweite von Bimshala bzw. vom Engel und kann mit dem Bombardement beginnen. Und wenn die Gorgonenschützen dann auch noch ein Feld weiter nach vorne geht, dann gibt es hier einen Pfeil bzw. Kugelhagel auf diese Zone. Und bin mal gespannt, was Charmina da entgegensetzen kann, wenn das hier wirklich ein Teleport ist und dann eine Kreatur dorthin teleportiert wird und dann von dem Erdelementar empfangen wird, was jetzt, glaube ich, ziemlich sinnvoll wäre hier in dieser Situation. Der Erdelementar schlägt mit 8 Würfeln zu, wenn Charmina das möchte, dann ist das eine ziemlich gute Taktik hier, diese Panzergarde außer Gefecht zu setzen oder praktisch dafür zu sorgen, dass die einfach sinnlos ist und einfach nur hinten rumsteht, während vorne der Kampf in dieser Zone tobt und Kreatur für Kreatur beseitigt wird. Ja, Kitchen, der macht es jetzt ähnlich. Der hat jetzt hier auch den Mage Wand rausgenommen und einen Zauber dran gebunden. Es könnte sein, dass beide hier einen Teleport dran gebunden haben. Kitchen hat es im letzten Spiel schon gemacht. Und jetzt benutzt er direkt hier diesen Zauber Teleport und teleportiert hier den Crimson Deadeye Sniper nach unten und kann den jetzt sofort benutzen, muss allerdings auf den Engel schießen, wenn Charmina Intercept ansagt. Ich sehe gerade, der Engel hat überhaupt keinen Guard-Token. Ist das richtig so? Und er hat die Verteidigung versammelt, das heißt, er kriegt jetzt 3 Würfel ab. Aegis reduziert den Angriff nochmal und das müsste immerhin ein Schaden sein, der hier erwürfelt wird gegen den Engel. Ein kritischer, der geht auf jeden Fall durch. Und das sollte Charmina noch nicht aus der Ruhe bringen, denn nächste Runde hat er Initiative, der Engel kann Wache halten und das dann direkt wieder weg regenerieren. Zudem hat er hier noch Bimshala. Und wow, das ist ungewöhnlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er hier den Wizards Tower in sein Feld da hinten stellt. Ich hätte das jetzt vielleicht eher hier hingemacht, um da hinten auch die ganze Zone treffen zu können. Aber gut, er spielt ein bisschen defensiver und in Kombination hier mit dem Mage Wand, eventuell Teleport, kann er natürlich eine Kreatur ran teleportieren, schlagen mit dem Earth Elemental verstärkt um 1 und gleichzeitig den Wizards Tower nochmal benutzen, um vielleicht ein Steinchen hinterher zu schmeißen. Da kommen dann schon eine ganze Menge Würfel zusammen und ich glaube, Kitchen sieht die Gefahr nicht so recht kommen, was ihn da erwartet, weil der Unterschied ist, wenn er jemanden ran teleportiert, dann muss er den Engel ran teleportieren, den kann er einmal schlagen, beziehungsweise zweimal beschießen und dann ist er erstmal, durch sein Fliegen, durch seine Verteidigung und durch seine Aegis, es ist unwahrscheinlich, dass der hier drauf geht. Wenn er den Erdelementar ran teleportiert, das wäre, glaube ich, weniger gut. Der kann hier seine Zonenattacke benutzen und auf 5 Kreaturen gleichzeitig Schaden machen. Also was will er hier ran teleportieren? Will er Charmina selbst ran teleportieren? Der hat genug Verzauberungen. Also da ist es wahrscheinlich, dass er hier nochmal einen Nullify hat. Und selbst wenn er jemanden ran teleportiert, er hat hier 2 Fernkämpfer. Die können gar nicht in diese Zone hier angreifen, sofern das Ziel am Boden ist. Und die übrigen beiden Kreaturen, die sind jetzt gar nicht so stark. 3 Würfel vom Falken und eventuell die Panzergarde, die überhaupt nicht angreift und weiterhin Wache hält. Ich glaube, das wird Kitchen hier nicht weiterbringen. Er braucht nochmal eine Kreatur, die hier ein bisschen stärker trifft als das, was er bisher auf der Platte hat. Eventuell sehen wir jetzt hier in der Runde, Charmina hat Initiative direkt schon an einen toten Crimson Deadeye, wenn der hier ran teleportiert wird für 9 und dann
einen Arcane-Zap abbekommt und noch einen Tower und noch ein Erdelementar, dann ist er auf jeden Fall tot. Ich glaube nicht, dass er das überleben kann. Und er hätte Jamina schon mal 15 Mana aus dem Spiel genommen, kriegt dann allerdings hier einen Schuss ab von der Gorgonenschützin, was er eventuell auch einfach hinnehmen kann. Bin gespannt, was Keychain hier jetzt plant. Ob er in der einleitenden Schnellzauberphase hier nochmal eine Schutzverzauberung auf Crimson macht, um den hier am Leben zu halten. Oder vielleicht wird auch die Schützin selbst hin teleportiert. Er kann nur eine von beiden Kreaturen schützen. Hier wird der Engel direkt mal auf Guard gesetzt, heilt sich also und Keychain hat sich selbst eine Verzauberung gegeben. Der befürchtet also selbst dahin teleportiert zu werden. Natürlich ist das keine schlechte Sache, denn er hat bisher keine Rüstung draußen und das würde dann schon ziemlich schmerzhaft sein, wenn er hier von dem Erdelementar, von dem Wizards Tower und von dem Magier empfangen wird. Also man kann davon ausgehen, dass das hier auf jeden Fall ein Nullify ist. Allerdings sind jetzt die beiden anderen Fernkampfkreaturen nicht geschützt. Die können jetzt hier Opfer werden, dieser Heranteleportiertaktik. Keychain nimmt seinen Falken hier nach rechts unten und bedroht hier so die Schmiede und gleichzeitig nimmt er noch einen Stonegaze Basilisken raus, also eine dritte Kreatur, die auf zwei Felder weit schießen kann und hier Cripple auf den Gegner machen kann. Eine weitere weiterer Giftzustand, um Plague Master nutzen zu können. Selten gespielt, die Kreatur, weil sie eben auch nur im Fernkampf zwei Würfel Angriff hat und der Cripple-Effekt an sich nicht so gut ist, dass man da jetzt dauerhaft Fernkampf machen würde. Panzergarde hat gezogen. Jetzt kann Jamina hier seinen Teleport-Zauber benutzen, wenn er denn möchte. Er muss allerdings erst ein Feld ranlaufen und kann oder sollte dann noch nicht die Teleportation nutzen, sonst kann er nicht gleichzeitig mit dem Erdelementar zuschlagen. Zwei Aktionen hintereinander, das geht nicht. Da ist erstmal Keychain dran und er könnte dann einfach aus dieser Zone von dem Erdelementar rauslaufen. Jetzt muss der Magier ziehen, falls er teleportieren möchte und nach links gehen. Und hier erstmal abwarten und einmal in Kauf nehmen, dass er getroffen wird. Was allerdings nicht so schlimm ist, denn er hat die Rüstung, er hat den Veteran Spell, also zwei Schaden werden hier auf jeden Fall absorbiert. Und bei einem Angriff von 5 bzw. 4 ist das auch gar nicht so schlimm, eventuell hat er auch noch mehr Rüstung. Genug Mana zum Aufdecken sollte er eigentlich haben. Jamina passt, hat gepasst, die Panzergarde hat gezogen und jetzt ist Jamina dran, der wird sich jetzt wohl überlegen, was er tut, ob er das riskiert. Das Risiko sollte es auf jeden Fall wert sein, hier eine ganze Kreatur für 15 Mana aus dem Spiel zu nehmen, zu besiegen und selbst vielleicht ein, zwei Treffer einzustecken. Er macht es, er geht nach vorne. Und teleportiert den Stonegaze Basilisken. Unerwartet, aber immerhin eine Kreatur, die diese Runde nicht mehr ziehen kann.
Und Kichen hat seinen Magier auch schon benutzt. Der kann den nicht mehr retten. Das heißt, der Stonegaze Basilisk, der wird jetzt hier ein paar Treffer abbekommen. Mich wundert's, ich hätte vielleicht eher hier diese schwache Kreatur teleportiert. Eine Rüstung weniger und ein Leben weniger. Die stirbt auf jeden Fall. Und der Crimson Deadeye Sniper ist eigentlich auch ein bisschen gefährlicher als der Basilisk. Wow! Und hier wird direkt die Gorgonenschützin mit 6 Schaden auf Charmina angreifen. Und 4 Schaden kommen durch. Nicht schlecht für den Anfang. Charmina hätte hier jetzt die Rhino-Hide aufdecken können, um nochmal 2 Schaden mehr zu absorbieren. Das war nur normaler Schaden. Hat er nicht gemacht. Vielleicht braucht er das Mana. 5 hat er noch, plus 1 vom Wizard Tower. Vielleicht braucht er das Mana selbst noch. Und jetzt greift der Erdelementar mit seinem Two-Fisted Power Smash an. 7 Würfel. Den sollte er vielleicht noch verstärken hier. Könnte er machen. Na, das ist kein guter Treffer. Das ist nur ein Schaden. Das ist aber ziemlich ärgerlich. Wahrscheinlich wird er Bim Shala benutzen, um seinen Magier zu heilen. Und Kichel lacht. Das ist lustig, ja. Und das hier ist sowieso die Initiative von Charmina, das heißt, nächste Runde kann der Basilisk hier einfach rauslaufen bzw. wegteleportiert werden. Wow, und jetzt kommt hier nochmal, wow, ein Stein geflogen vom Tower und der macht das jetzt nochmal ein bisschen wett, dass hier der Erdelementar so schwach getroffen hat. 6 kritische, die hier durchgehen. Der Basilisk ist jetzt doch schon ganz schön hart angeschlagen. Wenn jetzt noch ein Arcane Zap hinterher kommt und gut trifft mit 3 kritischen, dann war es das doch schon gewesen. Und dann wäre es im Nachhinein doch die richtige Entscheidung gewesen, den Basilisken ran zu teleportieren. Und schon wieder 5 kritische auf Charmina. Da kommen 3 Schaden durch. Der Veteran's Belt absorbiert 2. Und nicht schlecht. Hier 6 Schaden auf Charmina. Obwohl er schon Veteran's Belt hat. Also er kommt dann doch im Fernkampf eine ganze Menge Schaden rüber. Jetzt wird wahrscheinlich nochmal ein Arcane Zap hinterhergeschossen. Oder er verzaubert sich. Könnte ein Arcane Zap mit Hawkeye hier auf den Basilisken schießen, wenn er denn sowas verzaubert hat. So, und jetzt benutzt hier Charmina dann doch nochmal Arcane Zap. Gucken, ob das gut und kritisch trifft. Ist Hawkeye aufgedeckt? Er hat noch einen Mana. Nein, scheint nicht so. Und 2 kritische. Das heißt, der Basilisk überlebt gerade so. Und könnte jetzt in der einleitenden Schnellzauberphase der nächsten Runde einem weiteren Arcane Zap zum Opfer fallen. Und Charmina hat dann wieder 12 Mana, kann also direkt die nächste Kreatur rein teleportieren, falls er das denn möchte. Allerdings steht er dann weiter ein bisschen ungünstig da. Ich denke, er wird jetzt von der Schmiede nochmal eine Rüstung spielen, um einfach diesem Fernkampfschaden hier zu entgehen. Mir scheint, Charmina hat hier jetzt auch gerade vergessen, wenn ich das richtig sehe, die Hand von Bim Shala zu benutzen. Ach nein, er hat es hier benutzt. Da ist es, genau. Er hat sich einmal geheilt. Ich habe es übersehen. So, jetzt hat die Schmiede 4 Mana. Da kann natürlich jetzt eine Brustrüstung rauskommen. Chitin Armor hat Charmina 4 Stück dabei. Das haben wir schon gesehen. Die wird jetzt wahrscheinlich gespielt. Dann wird er 9 Mana haben. Und das reicht, um hier nochmal eine Teleportation zu machen. Und vielleicht dann nochmal zurückzulaufen und im Nahkampf zuzuschlagen. Allerdings kann dann der Turm nicht agieren. Vielleicht reicht ja auch eine Teleportation für 6. Dann kann allerdings der Erstelemental nicht mehr draufschlagen. Er hat nämlich sein Schild aktiviert. Er hat also jetzt gerade nur noch 6 Mana zur Verfügung. Das ist natürlich extrem wenig. Könnte man also sagen, hier diese Runde
droht dem Crimson Deadeye und der Gorgonenschützen erstmal keine Gefahr mehr. Wird wahrscheinlich hier dem Stonegaze Basilisken an den Kragen gehen. Und eventuell wartet Shamina, was hier der Falke macht, ob der hier an die Schmiede geht und da Schaden verursachen möchte, um sich auch noch gerade um den zu kümmern. Noch ein Steinchen hinterher und dann sind schon mal zwei Kreaturen von Kichen zerstört worden. Kichen selbst hat 17 Mana, der müsste jetzt hier auch mal ein paar Akzente setzen, irgendwie. Diese beiden Fernkampfkreaturen werden auf Dauer nicht reichen, um Shamina Schaden zu machen mit dem Veteran's Belt, mit dem Schild, eventuell erhöhter Rüstung. Das reicht nicht, da muss er sich schon was anderes überlegen. Den Engel wird er auch nur schwer besiegen können. Der hat eine Verzauberung, das könnte was Defensives sein. Rhino halt, dann kriegt man ihn gar nicht mehr kaputt. Schaden auf den Erdelementar lohnt sich auch nicht. Bei 35 Leben, was soll man da machen? Und der Turm und Bimshala sind schwer angreifbar, wenn der Engel hier Wache hält. Also das ist eine schwierige Situation für Kichen. Was wird er tun? Welchen Plan hat er sich da überlegt, um dieses Bollwerk zu knacken? Shamina kann hier auch wieder seinen Trick anwenden. Er könnte zum Beispiel Enchantment Transfusion auf sich haben und Rust. Das heißt, wenn jetzt ein Acid Ball kommt und die Rüstung verringert um 2, er hat bisher keine weitere Rüstung aufgedeckt, sondern nur die hier, deckt der Rust auf. Die Rüstung wird verringert um 2, die Corrode Tokens verschwinden wieder und dann transferiert er dieses Rust auf irgendeinen Gegner seiner Wahl, vielleicht auf die Panzergarde oder vielleicht auf den gegnerischen Magier, was allerdings nicht geht, weil da hier diese Cloak of Shadows im Spiel ist, aber er könnte es hier auf eine dieser anderen Kreaturen transferieren, das wäre auch nicht schlecht. Immerhin hat er dann direkt 2 Rüstungen wieder zurückerhalten. Das hat er im letzten Spiel auch gemacht. Und die Tatsache, dass er hier weder Rhino-Hide aufgedeckt hat, noch Hawkeye benutzt hat, spricht eigentlich dafür, dass er hier Rust und Enchantment Transfusion auf sich hat. Oder eine Regeneration, wobei er die hätte jetzt auch aufdecken können. Hat er nicht gemacht, also so viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Hier kommt die Chitin-Rüstung und Shaminas Mana ist runter auf 4. Der kann diese Runde nicht viel machen. Er wird wahrscheinlich einen Arcane Zap benutzen und hier nochmal eine Verzauberung spielen. Um einfach seine Aktionen hier nicht zu verschwenden. Vielleicht ein Hawkeye und dann Arcane Zap mit 4 auf den Falken, falls der hier rangeflogen kommt. Diese ganzen Verzauberungen hier locken natürlich Kichen, der ein Arcane Corruption im Deck hat. Wenn man das hier auf den Gegner bringen kann, dann kriegt er hier 3 Schaden für seine Verzauberungen, die er hat. Vielleicht ist auch ein Nullify, um selbst nicht teleportiert zu werden. Also da gibt es viele Möglichkeiten in der Defensive, was man hier machen kann. Und der Stonegaze Basilisk, der schießt jetzt hier seinen Schuss auf Shamina und trifft noch nicht mal, keinen Schaden, kein gar nichts. Der wird jetzt hier drauf gehen. Der Elementar wird ihm hier das Rückgrat brechen, einfach mit seinem Two-Fisted Power Smash. Ansonsten kann der Elementar ohnehin nichts machen. Der wird jetzt zuschlagen. Und das war's. Ein Schadenspunkt genügt. Ein einziger kritischer Treffer mit 7 Würfeln. Das wird ja wohl drin sein. Ja, auch wieder mal kein guter Treffer, aber es reicht dicke. Und die erste Kreatur von Kichen geht zu Boden. Keine teure Kreatur. Also keine überteure. Für ihre Leistung ist sie relativ teuer. Hat nichts gemacht, dieser Basilisk. Und jetzt greift der Poison Bow wieder an von der Gorgonenschützen und überhaupt gar keinen Schaden. Noch nicht mal Weak Token, noch nicht mal das Schild deaktiviert. Das ist natürlich ärgerlich für 4 Würfel. Ich sage immer, macht auf die Gorgonenschützen
macht da einen Akiros Favor drauf. Da die sowohl Angriffswürfel als auch einen Effektwurf hat, lohnt sich das da im Besonderen, denn eins der beiden kann immer schlecht sein. Entweder man trifft keinen Schaden wie hier oder man möchte den Effekt dann doch nochmal haben. Vielleicht hat man eine 1 bis 3 gewürfelt und dann würfelt man es einfach neu auf die Gorgonenschützen. Kostet Akiros Favor nur 3 Mana, das lohnt sich auf jeden Fall. Mehr noch als Hawkeye. So, Charmina passt. Und jetzt ist Kitchen nochmal dran. Der kann hier nochmal eine Fernkampfkreatur aktivieren. Scheint zu überlegen, wen er mit dem Crimson Deadeye angreift. Aha, der Falke zieht und macht gar nichts. Bleibt außer Reichweite von dem Magier, von dem Zauberer und auch von dem Turm. Will also noch ein bisschen warten hier, bis er angreift. Kijin hat noch 17 Mana. Es könnte also hier wieder eine Kreatur gespielt werden in dieser Runde. Schauen wir uns mal die Karten an. Charmina 44 Karten, obwohl er insgesamt 3 Zauber pro Runde machen kann. Und Kitchen nur noch 32 Karten, obwohl er keinen Spawnpoint hat. Also er hat sehr viele Karten, die außerhalb der dunklen Schule angesiedelt sind. Während Charmina recht viele Karten hat, die er auch mehrmals verwenden kann. Zum Beispiel hier am Turm, am Wizards Tower oder Karten, die man hier auch an den Mage Wand binden kann. Mehrere Mage Wands eventuell, um einfach Karten öfter benutzen zu können. Daher auch ein kleiner Kartenvorteil. Und Charmina geht jetzt hier runter und schießt einen Arcane Zap auf den Falken. Das war hier eine Einladung, dass der Falke stehen geblieben ist, denn Charmina kann jetzt runterlaufen und auch nochmal den Würfel von Crimson Deadeye um 1 verringern, weil die Entfernung einfach größer geworden ist. Und der Falke kann nächste Runde in der einleitenden Schnellzauberphase besiegt werden. Und jetzt teleportiert Kitchen. Nein, er teleportiert nicht. Er wechselt den Zauber für 3 Mana. Das hat er im letzten Spiel schon gemacht. Jawohl. Animate Dead, der Stonegaze Basilisk, wird wieder ins Leben gerufen für 6 Mana. Die Hälfte des Manas wird bezahlt und der Zombie kehrt in dieser Zone hier zurück. Und nächste Runde ist er natürlich einsatzbereit. Und jetzt schießt der Crimson Deadeye Sniper nochmal hinterher. Welches Ziel wird er wählen? Den Engel oder den Zauberer? Sind nur 4 Würfel auf den Zauberer und 3 Würfel auf den Engel, falls der Angriff überhaupt durchkommt. Er versucht, auf den Erdelementar zu schießen. Er wird hier natürlich direkt Intercept benutzt. Und dann muss er auf den Engel schießen. Der Engel versemmelt die Verteidigung. Jetzt bin ich gespannt. Kein Schaden wieder mal. Die Kugel prallt einfach ab von dem Schild. Und überhaupt gar keinen Schaden verursacht.
Und Shamina verzaubert sich jetzt nochmal für ein Mana, um die Aktion nicht zu verschwenden. Jetzt haben wir 4 Verzauberungen hier auf Shamina und hat Mana sparend gewerkt. Diese Runde 13 Mana hat er wieder und Kitchen hoch auf 20. Scheint zu überlegen, ob er hier Plague Master benutzt. Hatte das Mana zuerst bezahlt, jetzt hat er es wieder drauf gemacht. So, und jetzt hat Shamina hier Nachwachsen aufgedeckt. Eventuell sogar schon in der Runde davor. Ich habe es gar nicht wahrgenommen. Ich dachte, das wäre Harmonize. Auf jeden Fall, Shamina heilt sich jetzt erstmal. Und Kitchen sagt sich, es macht jetzt gar keinen Sinn, Mana für Plague Master zu verwenden. Solange der sich hier pro Runde 2 heilt, das macht gar keinen Sinn. Der wird jetzt erstmal versuchen, hier Regrowth zu entfernen, Deathlock aufzustellen oder so. Und dann, wenn der Schaden dann wirklich zählt und auch drauf bleibt, dann versuchen hier mit Plague Master den Schaden rüberzubringen. Also ich erwarte jetzt, dass hier der Falke in der einleitenden Schnellzauberphase drauf geht, bevor er außer Reichweite fliegen kann. Und ja, man muss im Kleingedruckten lesen. Schauen wir uns das mal genauer an. Ich sehe den Zauber so selten. Bin auch gerade ein bisschen unsicher da an der Sache. Da steht's. Receives a Stun Condition. Und das bedeutet, wenn eine Kreatur, also einen Zombie-Marker bekommt, dann ist er erstmal gestunt und kann in der nächsten Runde nicht mehr handeln. Muss sich also jetzt erst einmal aktivieren. Und dann geht der weg. Also nächste Runde einsatzbereit. Es sei denn, man kann den Stun-Marker irgendwie anders entfernen. Wand of Healing kann da helfen. Der kann Condition-Zustände entfernen. Ganz gleich, was es ist. Nicht nur Gift, sondern auch hier Stun. Die Entfernungskosten dafür sind allerdings 4. Und ich weiß nicht, ob sich das lohnt, hier für einen Angriff von 2 Würfeln und Cripple direkt diesen Zauber, diesen Heilungszauberstab rauszunehmen und dann nochmal 4 Mana zu bezahlen. Also hier heißt es einfach nur abwarten. Er ist im Moment eh außer Reichweite. Allerdings, Shamina hat hier seinen Teleport-Zauberstab benutzt, um den Rand zu teleportieren. Also der Teleport-Zauber, der wurde dabei nicht verschwendet. Und das kann er natürlich auch immer wieder machen, solange er das Mana dafür hat. Und hier mit dieser Offensive da hinten mit dem Erdelementar und dem Turm, eventuell vielleicht bald auch nochmal eine Ballista, da kann er ran teleportieren, was er möchte, und die Kreatur ist dann dem Untergang geweiht. Kitchen muss einen Weg finden, das diese Taktik zu durchkreuzen, und ich bin mir nicht sicher, ob er da die richtigen Mittel an der Hand hat. Shamina hat den Schaden, den er bekommen hat, auch schon wieder wegregeneriert, also die beiden Fernkampfkreaturen reichen bei weitem nicht, um hier den nötigen Schaden auf Shamina rüberzubringen, um da irgendwie gefährlich zu werden.
sehen hier jetzt keinen Ausrüstungsgegenstand von der Schmiede. Im Moment braucht Chaminas auch nicht. Allerdings sehen wir, er hat schon ziemlich viele Gegenstände. So viele Gegenstände kann er jetzt auch nicht mehr spielen, denn die ganzen Slots sind im Prinzip auch schon belegt. Umhang ginge noch, eine Waffe ginge noch. Ein Gürtel. Ne, Gürtel hat er schon. Das heißt, das Harmonize auf der Schmiede, ich weiß nicht, ob mir das so gut gefällt. Er wird es eventuell, falls hier genügend Gegenstände gespielt sind, in der Schmiede absolut nicht mehr braucht, mit dem Shift Enchantment auf sich selbst transferieren, damit er selbst nochmal mehr Channeling hat. So, der Falke ist natürlich hier zerstört worden von einem Arcane Zap. Und Chamina zieht jetzt zuerst. Der Engel wird gezogen. Ungewöhnlich, den Engel zieht man lieber später, denn eventuell plant er hier wieder reinzulaufen und nochmal eine Kreatur nach vorne zu teleportieren. Eine Kreatur, die jetzt auch schon zieht. Eventuell wird es wieder der Basilisk, der dann sein ewiges Grab da hinten finden wird. Jetzt wird hier der Falke auch wieder belebt. Für 3 Mana. Ja, wie will Chamina das knacken? Also er muss hier schon diesen Mage Wand auflösen und hoffen, dass dann nicht noch mehr Zauber gleicher Art im Deck sind. Sonst werden hier die Kreaturen, die er besiegt, auch immer wieder belebt. Wenn er jetzt zum Beispiel hier hinläuft und eine Kreatur für 9 Mana hier rüber teleportiert und dann sogar den Tower verwendet, um noch mehr Mana, also noch mehr Mana benutzt, um diese Kreatur dann zu besiegen, dann investiert er so viel Mana, 9 plus den Tower eventuell, und Kitchen belebt die Kreatur, und durch dieses Wiederbeleben in der eigenen Zone spart er sich praktisch diesen Teleport-Zauber und wird auf Dauer mana-mäßig mehr davon haben als Chamina, weil der einfach mehr Mana ausgibt, um die Kreatur zu beseitigen. So, wenn hier der Stonegaze Basilisk jetzt stirbt, ist er obliterated. Der kann da nicht nochmal wiederbelebt werden. Und Kitchen greift den Wizard an. Ein weiterer Weak Token auf ihm, der eventuell später mit viel Mana entfernt werden muss. Die stapeln sich erstmal, kosten 2 zum Entfernen. Und solange die drauf sind, ist hier Plague Master auch möglich. Jetzt wird der Erdelementar zuschlagen. Der hat bisher nicht so glückliches Händchen gehabt. Vielleicht schafft er es jetzt, um diesen Basilisken zu beseitigen. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. 4 Schaden sind das, glaube ich. Könnte auch besser sein, aber immerhin nochmal ein Stun. Dieser Basilisk, der kommt gar nicht mehr aus seiner Benommenheit raus. 3 Schaden fehlen noch. Jetzt könnte hier nochmal der Turm eingesetzt werden für einen Hall Rock. Das reicht hier, um eventuell bei durchschnittlichen Würfen den Basilisken aus dem Spiel zu nehmen. Allerdings drängt es auch gar nicht, denn der Basilisk kann nächste Runde ohnehin nichts machen. Der ist gestunt. Der Sniper versucht jetzt auf den Turm zu schießen. Der Schuss wird abgefangen. Und diesmal schafft der Engel die Verteidigung und die Kugel
geht wieder ins Schild rein. Nächste Runde allerdings kann der Crimson Deadeye Sniper schießen, bevor der Engel auf Wache gehen kann. Das heißt, da wäre dann ein Schuss oder ein Treffer hier auf den Turm möglich. Und vielleicht weiß Kichan auch, dass Chamina nur einen Wizard Tower bisher benutzt hat und eventuell gar keinen weiteren hat. Und wenn der Wizard Tower hier erstmal weg ist, durch die Fernkampfangriffe beseitigt wurde, weil der Engel einfach überbelastet ist, dann wäre das schon mal ein großer Sieg auf dem Weg zum Gewinn dieses Spiels. Oha. Und Gimli kommt jetzt auch langsam mal aus seiner Versenkung nach vorne. Der bietet sich jetzt hier mal als weiteres Ziel an. Oder auch nicht. Da hat ihn wohl dann doch der Mut verlassen. Und er bleibt doch in dieser Zone hier. Der Zwerg weiß gar nicht, was er machen soll. Der ist total verwirrt. Hin, her, hin, her. Jetzt geht er doch wieder hin. Jetzt geht er gleich wieder zurück. Und wieder zurück. Ich hab's gesagt. So, und ihr habt es vielleicht gesehen, Kichan hat seinen Schnellzauber gar nicht benutzt. Er merkt es jetzt auch, hat seinen Schnellzauber vergessen. Ja, kann es jetzt noch nachträglich machen. In all diesem Rumgespiel hat er jetzt Schnellzauber vergessen und wahrscheinlich könnte das jetzt Arcane Corruption sein und es wird natürlich mit Nullify geblockt, wenn das jetzt Arcane Corruption ist. Nein, es war Decoy! Und das ist natürlich ein guter Weg hier nach Nullify zu fischen. So, und jetzt hat Kichan Initiative und könnte jetzt auch in der einleitenden Schnellzauberphase direkt eine Verzauberung auf Chaminas Zauberer machen, ohne dass der sich wehren kann. Zudem gleichzeitig dann auch mit dem Crimson Deadeye Sniper auf den Turm schießen mit 4 Würfeln und mit ein bisschen Glück da ordentlich Schaden anrichten. Also diese Runde könnte die Runde von Kichan sein, wenn er es denn hier jetzt richtig anstellt. Chamina hat regeneriert, der aktiviert auch sein Schild gar nicht mehr, weil er jetzt wieder voll geheilt ist.
Chamina hat hier ein bisschen Mana-Probleme, also 11 Channeling auf dem Magier, das ist nicht so viel. Kitchen hat 13. Ich glaube, Chamina wäre hier zufriedener mit seiner Taktik, wenn er auch mehr Mana zur Verfügung hätte. Das limitiert gerade so ein bisschen seine Möglichkeiten. Im Gegensatz zu Kitchen, der jetzt schon 29 Mana angesammelt hat. Und ich warte immer noch auf den Plague-Zombie, den er immer noch nicht gespielt hat. Den könnte er jetzt mal spielen. Das ist nämlich ein Kreatur, die nicht sterben wird und die könnte natürlich dann auch hier hinten hinlaufen, dort wiederbelebt werden und auch immer wieder zuschlagen. Bei dem Mana, was er hat, könnte er da sowohl Angriffe auf sich ziehen, als auch selbst Schaden austeilen. Gerade auch auf den gegnerischen Magier wäre das keine schlechte Taktik. Chamina benutzt die Schmiede nicht. Die hat schon 4 Mana gebunkert. Er scheint im Moment gar nichts mehr zu gebrauchen. Vielleicht transferiert er jetzt hier das Harmonize auf seinen Magier, um einfach nochmal ein Mana mehr zu bekommen in dieser Runde. Und jetzt ist Kitchen dran. Alle haben ihre einleitende Schnellzauberphase übersprungen. Kitchen ist dran. Der benutzt seine Hauptaktion mit dem Magier und läuft nach vorne. Kein Nullify schützt hier mehr. Und jetzt wird hier wahrscheinlich der Mage Bond aufgelöst. Und Dissolve wird draufgepackt auf diesen Mage Wand. Das kostet 3 Mana und die zweite Aktion, da wird hier der Stab aufgelöst für 5 Mana. Jawohl, Kitchen hat den Stab schon entfernt, bevor der Zauber eigentlich gezaubert wurde. Und aber wenn Chamina hier die Teleport-Zauber ausgehen, dann könnte das auch nochmal ein bisschen zum Problem werden. Weil er einfach diese Kreaturen hier hinten nicht mehr rauskriegt und die Panzergarde einfach auch den nötigen Schutz bietet, um diese beiden Fernkämpfer am Leben zu halten. Und der Guardian Angel, der bewacht jetzt hier also die Chance vertan, vor Crimson Deadeye auf den Turm zu schießen. Kitchen hat sich gesagt, ich löse jetzt lieber den Stab auf, dann ist er erstmal weg. Ein Teleportzauber ist weg, ein Mage Wand ist weg. Die Chance ist zu günstig. Und jetzt schießt hier die Gorgonenschützin 2 kritische, die allerdings erstmal in die Rüstung gehen durch den Veterans Belt, aber immerhin nochmal ein Weak Token. Der dritte mittlerweile. Jetzt wird hier Keychain verzaubert. Hier wird kontrolliert, ob das hier Nullify ist. Und es ist eins. Das wird aufgedeckt. Und was hat Chamina benutzt, um das zu testen? Ein Rust. Das ist dann schon ein guter Zauber. Das hätte man auch mit einem anderen probieren können. Und jetzt wird hier auch aufgelöst. Sie lösen sich gegenseitig ihre Stäbe auf. Und ja, bin gespannt, ob da noch ein weiterer Mage Wand zum Einsatz kommt. Jetzt kommt der Crimson Deadeye Sniper und der schießt jetzt auch nochmal auf Chamina drauf. Der hat kein Schild aktiviert. Eventuell mit 5 Würfeln ist da nochmal was drin. Ja, das sieht gut aus. Das sind 6 Schaden. 4 werden absorbiert, wenn er keinen Rhino-Hide mehr aufdeckt. Ja, 2 Schaden, die allerdings am Anfang der nächsten Runde wieder wegregeneriert werden. Selbst wenn er Rhino-Hide hier drauf hat, ist keine Veranlassung, das aufzudecken durch die Regeneration und Bim Schaller hier. Kann das alles locker weggeheilt werden. So, und jetzt rächt sich hier der Erdelementar für die letzten Schläge, die er so versemmelt hat und trifft mit 10. Wahnsinn. Und der Basilisk, der ist jetzt hinüber, der wird obliterated. Der kann nicht nochmal als Zombie zurückkehren. Der Zombie-Falke, der kommt ran und bewegt sich 2 Felder. Der ist Zombie, der ist langsam, aber gleichzeitig auch schnell. Das hebt sich auf, also wird er gehandhabt wie eine normale Kreatur. Und das heißt, er kann sich 2 Felder bewegen und dann allerdings nicht mehr angreifen. So wie der normale lebende Falke das eigentlich könnte. Und jetzt aktiviert Chamina nochmal das Schild. Der hat wieder ein bisschen Mana angesammelt, 14, und kann diese Runde hier jetzt auch endlich mal seinen Wizards Tower benutzen. Da könnte man einen Jetstream hier auf diesen
Falken schießen mit 4, dann ist der auch schon wieder mit durchschnittlichen Würfen am Ende. Der Engel könnte reinfliegen und angreifen. Und Jamina könnte natürlich mit dem Mana dann auch nochmal einen Teleport-Zauber sprechen, falls er denn einen hat, hier hinten auf diese Kreaturen, falls eine von denen direkt am Anfang ihren Zug macht, damit hier hinten nochmal ein bisschen Schaden draufgebracht werden kann. Kichan seinerseits, der könnte jetzt versuchen, mit seinen Kreaturen vielleicht den Engel an der Verteidigung, den Engel ein bisschen auszulasten, um hier auf den Wizards Tower Schaden drauf zu bekommen, der meines Erachtens hier nochmal die größte Gefahr im Moment ist. Wenn der weg ist, dann sieht es hier schon mal nochmal ganz anders aus. Und Jamin hat allerdings Initiative, also man kann damit rechnen, dass hier der Falke direkt besiegt wird und vielleicht auch diesmal eine Teleportation dann in der nach einiger Zeit gespielt wird. Hier mal mit dem Schnellzauber, damit hier auch der Erdelementar sofort zuschlagen kann. Vielleicht nutzt Jamina auch die Chance und löst hier direkt am Anfang die Cloak of Shadows aus. Das würde ich ihm eigentlich zutrauen, damit der Wizards Tower auch aus der Entfernung auf den Magier schießen kann, der überhaupt keine Rüstung hat. Der ist sehr, sehr verwundbar, mal abgesehen von hier der Panzergarde, die man auch auf verschiedene Art und Weisen ausschalten kann. Und die Schmiede spielt jetzt hier einen Gegenstand, der ist wahrscheinlich kostenlos. Die meisten Gegenstände kosten 6 oder weniger. Das könnte hier nochmal eine Elemental Cloak sein, ein Umhang für 6 Mana. Oh nein, es ist ein Elemental Wand. Also ein weiteres Item, was hier gespielt wird, um einen Angriffszauber immer und immer wieder zu spielen. Und das nötigt natürlich Kitchen dann dazu, das auch nochmal aufzulösen und einen weiteren Dissolve-Zauber da zu verwenden. Und Jamina spielt direkt am Anfang ein Hurl Boulder auf Crimson Deadeye von seinem Zauberstab. Das hat er im letzten Spiel mit Hanma auch gemacht. Und er trifft so gut. Das ist ein One-Hit. Der Crimson Deadeye geht zu Boden. Und 11 Schaden bei einer Rüstung. Also hier 10 Schaden drauf. Das ist einer mehr, als er eigentlich verkraftet. Rosebud, sagt er. Und tut seinen letzten Atem. Der arme kleine Zwerg vom Felsen erschlagen. Also hiermit ganz klar jetzt ein Vorteil für Jamina, so eine teure Kreatur aus dem Spiel zu nehmen mit einem Zauber, der gerade mal die Hälfte kostet. Das ist natürlich ein gewaltiger Sieg. Und jetzt ist Kitsche noch nicht dran. Jamina ist immer noch dran. Der hat die Initiative. Der kann jetzt zuerst ziehen. So, und der Engel geht jetzt das erste Mal in die Offensive, greift hier den Falken an. Allerdings ein schlechter Treffer, nur 2 Schaden. Also selbst bei durchschnittlichen Würfen kann man hier erwarten, dass der Falke noch überlebt, der Zombie-Falke. Wobei, er hat den Schlag mit Bimshala verstärkt, also 4 Würfel. Hätte man doch erwarten können, dass er stirbt, aber ein schlechter Wurf. Und jetzt wird wahrscheinlich der Falke ziehen und nach rechts fliegen und vielleicht hier mal auf den Wizard Tower angreifen. Könnte ich mir vorstellen. Jamina überlegt, ob er hier nicht noch den Turm benutzt, um den Falken endgültig abzuschießen. Vielleicht hätte er das direkt am Anfang machen sollen. Mit einem Jetstream kann der Falke nämlich nach links gedrückt werden, um dann hier außer Reichweite von diesen wichtigen Beschwörungen hier zu sein. Nein, er ist fertig. Das heißt, der Falke, der kann jetzt eine Aktion machen. Der fliegt nach rechts und greift sehr wahrscheinlich hier den Wizard Tower an.
Oder flattert er einfach nur in der Luft rum und schaut sich die ganze Szenerie von oben an? Kitchen überlegt, was greife ich jetzt an? Er greift Bim Schaller an. Und kriegt immerhin einen Schaden raus. Und jetzt geht der Wizard hin und schießt Arcane Zap. Und das wird es jetzt wohl gewesen sein. Ich glaube nicht, dass der Falke das jetzt noch überstehen kann. Ganz recht, 5 kritische, das hat alleine hätte schon gereicht, um den Falken zu besiegen. Und den letzten Rest, den er ausgehalten hat, der ist jetzt dahingeschmolzen und da liegt er am Boden. Er wird obliterated und die zweite Kreatur ist endgültig besiegt, neben dem Stonecase Basilisken. Jetzt auch der Falke und die Gorgonenschützin, die schießt jetzt mal ganz bequem hier auf den Guardian Angel, schafft es aber nicht, einen Treffer zu erwirken. Das Schild dieser Engelswache blockt den Schuss ab. Und jetzt hat Kitchen schon ein kleines Problem. Ich bin gespannt, was er jetzt macht. Er hat ziemlich viel Mana und er zaubert einen Summoning Circle hier hin und beschwört gleichzeitig eine Kreatur, einen Plague Zombie. Das ist kein schlechter Zug. Der wird jetzt hier direkt in diese Zone mit dem Engel und dem Magier gespawnt und kann jetzt in der nächsten Runde auch sofort angreifen. Er könnte auch angreifen und mit einem Altar sofort geopfert werden, dann eventuell 2 Rot-Marker auf den Gegner bringen. Und das tut dann doch schon ein bisschen weh. Das löst auf jeden Fall mal die Regeneration auf. Und dann kann auch mit Plague Master endlich mal Schaden auf Jamina darauf gespielt werden. Der es bisher erfolgreich geschafft hat, einfach sich immer wieder hochzuheilen. Durch die starke Rüstung und die Regeneration ist da eigentlich nichts möglich gewesen. Immerhin 3 Weak Tokens sind drauf. Und die zu entfernen, das wird erstmal Mana kosten. Und wenn die Rot Tokens auch noch drauf sind, dann ist das eine ziemlich Mana-intensive Sache, die nochmal runterzubringen. Zumal dieser Zombie hier auch einfach unsterblich ist. Das ist jetzt so eine kleine Uhr, die tickt. Also diesen Zombie kann Jamina auf Dauer nicht besiegen. Er muss jetzt zuerst dafür sorgen, dass der gegnerische Magier drauf geht, bevor er selbst drauf geht. Natürlich kann er den Zombie immer wieder zu Boden schlagen, aber selbst wenn das mal schief geht, wird der Zombie hin und wieder mal schlagen. Zurückschlagen oder wenn er zu Boden geht, wird er auf alle Kreaturen hier diese Rot-Marker verteilen, die lebendig sind und für Giftzustände empfänglich. Glaube nicht, dass er das lange durchhalten will. Und was spricht eigentlich auch dagegen, jetzt mal hier volle Kanne auf den Nekromanten zu gehen? Man muss eigentlich nur hier diese Panzergarde ausschalten mit Tanglevine, Surging Wave, vielleicht auch ganz besiegen und dann hier auf den ungepanzerten Nekromanten einfach mal drauf schießen. 32 Hitpoints hat er, das sollte eigentlich recht schnell gehen. Gerade auch wenn Jamina hier immer noch diesen Stab hat, um jede Runde hier einen Hurl Boulder zu spielen. Das sollte gar nicht lange dauern, bis der Nekromant da in die Knie geht. So, hier das Spiel, was in der im amerikanischen Teil des Turniers noch aussteht, Grid und Master Mystery, das sollte jetzt auch vielleicht heute oder dieser Tage gespielt werden. Da werdet ihr auch sehen, wie 2 Wizards aufeinandertreffen, ganz ähnlich wie Jamina und Hanma. Und dann sehen wir hier im Finale Sharkbait mit seinem Andralamech Warlock, Adramelech Warlock heißt es, gegen den Wizard, der hier dieses Spiel gewinnt. Bin ich auch mal gespannt, ob er da ein Rezept hat mit seiner
mit seinen Feuerkreaturen einen Wizard aus der Reserve zu locken. Bin sehr gespannt, freue mich drauf. Koschet wird es noch ankündigen, wann dieses Spiel stattfinden wird. Vielleicht hat er es auch schon angekündigt. Ich habe heute noch nicht ins Forum geschaut. Halte die Augen offen. Im amerikanischen Forum wird es drin stehen. So, die Planungsphase ist hier beendet. Shamina scheint hier nochmal eine ein Item zu spielen. Das ist ein Item, was hier Handschuhe ersetzt, also seine Lederhandschuhe, die er bisher hatte, die werden jetzt hier ersetzt. Und er hat eine Verteidigung, die natürlich dazu gedacht ist, hier gegen den Angriff des Zombies zu bestehen. Also hier 50-50 Chance, diesem Angriff direkt mal auszuweichen. Hat allerdings jetzt nur noch 3 Rüstungen. Eventuell noch eine Rhino-Hide zum Aufdecken, wie ich ihn kenne. Dann 5 Rüstungen und Veterans Belt. Das reicht auf jeden Fall, um hier diese Angriffe abzublocken. Der stärkste Angriff, der hier bevorsteht, ist immer noch die Gorgonenschützin. Jetzt wird die Gorgonenschützin Opfer eines Hurl Boulder. Genauso wie der Ex-Kollege hier, der Crimson Deadeye. Und der Treffer ist nicht so stark. Eine Rüstung, das sind nur 5 Schaden und die regeneriert jede Runde 2. Das heißt, da muss man dann schon ein bisschen länger drauf schießen, um der Schaden zu machen. Vermutlich hat er auch einfach versucht, hier nochmal einen Daze drauf zu bringen oder einen Slam, was im Endeffekt ja, fast das gleiche ist. Damit die Schützin hier nochmal eine Chance hat, den Schuss daneben zu schießen. Und jetzt greift der Zombie an. Wird Shamina ausweichen können. Der benutzt jetzt hier seine Deflection Bracers, denke ich mal. Oder der Angriff ist abgewehrt. Abgebrochen. Kitchen schießt jetzt hier mit dem Tempel auf den Magier und versucht hier einen Daze oder einen Stun drauf zu bringen. Das würde nämlich bewirken, dass hier die Verteidigung nicht benutzt werden kann. Er hat einen Mana gezahlt, aber leider nichts. Die 2 kritischen Treffer gehen in die Rüstung und 6 auf dem Effekt. Das bringt nichts. Und jetzt kann der Zombie angreifen. Die Verteidigung wird immer noch aktiv sein. Shamina kann also ausweichen. Und das hat sich doch direkt schon gelohnt. Die Verteidigung hat geklappt. Und der Zombie schlägt sozusagen ins Leere. Shaminas Magier kann ausweichen. Und hat nochmal einen kleinen Aufschub. Rod wird erstmal nicht auf den Magier draufkommen. So, jetzt ist Shamina dran. Die Frage ist, streckt er diesen Zombie nieder oder geht er erstmal aus dieser Zone raus? Hält er mit dem Engel einfach Wache? Nein, er fliegt mit dem Engel hier runter und hält da Wache. Wahrscheinlich will er mit dem Magier einfach hinterhergehen, um nächste Runde, wenn er Initiative hat, die Entfernung noch weiter zu vergrößern, sodass der Zombie gar nicht mehr hinterherkommen kann. Und hier wird jetzt der Opferaltar gespielt und der Zombie, der wird geopfert. Und das bedeutet, ein Rod-Token ist hier auf Shamina drauf. Ärgerlich, dass der Engel rausgeflogen ist, denn der hätte das auch gerne abbekommen sollen. Shamina bekommt einen Rodmarker und der Zombie wird geopfert. Das ist eine Level 2 Kreatur, um hier der Panzergarde den Angriff zu verstärken. Plus 2 Melee, plus 2 Piercing. Und jetzt ist Shamina erstmal dran.
der geht jetzt auf Entfernung. Natürlich, der möchte hier den Schlag von der Panzergarde nicht abbekommen. Die Panzergarde ist jetzt also gezwungen, wenn sie einen Angriff machen will, hier entweder auf den Erdelementar zu schlagen oder hier runter zu gehen und den Temple of Light zu bewachen. Es wird der Temple of Light erstmal von einem Arcane Sap angegriffen. Und das ist kein guter Treffer, nur ein Schaden, der durch die Rüstung hier durchgeht. Aber besser als nix. Die Panzergarde geht jetzt doch rein, greift hier den Elementar an, der natürlich deshalb auch zurückschlagen kann, wenn er möchte, denn der ist danach dran. Fünf Würfel von der Panzergarde auf den Elementar. Und ein guter Treffer! 9 Schaden, wenn ich das richtig sehe. Wahnsinn! Das ist schon fast gutes Viertel von seinen Hitpoints weg. Also ich habe noch nie eine Panzergarde so stark zuschlagen sehen. Das ist ja der Wahnsinn. So, Guard ist natürlich weg, weil die Kreatur aktiv angegriffen hat. Und jetzt kann der Elementar sich rächen. Ist ja der Wahnsinn, wenn hier dieser kleine Zwerg den Elementar mit einigen Runden in die Knie zwingen könnte. Das wäre schon fast wie Herr der Ringe. Also hier kleine Gimli, der vergreift sich an so einem großen Oger und haut ihn einfach um. Mal gespannt, ob hier das Schild den Two-Fisted Power Smash aufhalten kann. Ah nein, der Turm wird zuerst aktiv und der spielt einen Hurl Rock, der mit 5 Würfeln trifft. Jetzt Verteidigung wird nicht benutzt und das trifft auch nur mit 1 Schaden. Hier sehen wir, wie gut die Rüstung von der Panzergarde ist. Und jetzt wird die Verteidigung wahrscheinlich benutzt bei dem Two-Fisted Power Smash. Und die klappt leider nicht. Und dafür bekommt er jetzt 8 normale Schaden und 5 gehen durch. Wahnsinn. Das ist kein schlechter Treffer. Die Verteidigung hat nicht geklappt. Nur wenn der Zwerg auf Guard steht, dann ist die Verteidigung um 3 verbessert und 6 plus ist schon mal überdurchschnittlich gut. Das ist besser als 50-50 Chance, aber wenn er nicht auf Guard steht, ist es eben nur 9 plus. Und das ist eben nur eine Chance von 33%. Und daher ist das jetzt eben fehlgeschlagen. Und die Gorgonenschützin trifft auch mit 6 Schaden auf den Erdelementar. Und er hat schon 15 Schaden bekommen in dieser einen Runde. Und der Zombie steht auch wieder auf. Muss allerdings jetzt erstmal abwarten, ob er überhaupt ein Ziel hat. Der wird wahrscheinlich hier runterlaufen und versuchen hier irgendwas zu reißen. Wenn Chamina da stehen bleibt, mal schauen, ob er das überhaupt macht. Chamina ist erstmal geheilt. Die Regeneration, die wirkt immer noch. Und die Gorgonenschützin regeneriert auch. Also der Hurl Boulder, der da vorhin benutzt wurde, der wird jetzt nach und nach weggeheilt. Und es sieht auch nicht so aus, als würde Chamina da jetzt großartig versuchen, da nochmal weiter anzugreifen. Denn er hat jetzt auch erstmal sich hier auf den Temple of Light eingeschossen, der natürlich ziemlich nervig ist, wenn es darum geht, Verteidigung ja oder nein. Wenn hier ein Daze trifft oder wenn hier ein Stun trifft, dann ist die Verteidigung erschwert bzw. ganz unmöglich. Und der Zombie kann da natürlich auch nochmal extra hart draufhauen. Ich frage mich, warum Kichen diesen Zombie nicht direkt schon viel, viel früher gespielt hat. Diesen Falken hätte er sich wahrscheinlich
eher sparen können. Den Basilisken auch, der war auch nicht sonderlich effektiv. Der hat, glaube ich, keinen einzigen Schadenspunkt verursacht, sondern nur einstecken müssen. Dieser Zombie, direkt am Anfang gespielt und auch immer wieder belebt, geht langsam auf die Reihen der Gegner zu und kann einfach nicht aufgehalten werden. Wenn er das früher macht, dann kann er den Gegner natürlich auch schneller unter Druck setzen. Der Basilisk und der Falke, die haben nicht wirklich viel Druck erzeugt und sind einfach nur Statisten in diesem Spiel bisher gewesen. Und wird sich wahrscheinlich nachträglich ärgern, dass er den Zombie nicht früher gespielt hat. Ich vermute, Charmina wird jetzt einen Hurl Boulder benutzen, um diesen Opferaltar hier zu beseitigen, damit hier der Zombie nicht durch die Opferung immer wieder die Rot Tokens auf die Ziele in der Zone bringen kann. Da reicht ein einfacher Hurl Boulder mit 7 Würfeln und im durchschnittlichen Ergebnis und das Ding hier bricht in sich zusammen. Das kann er in der einleitenden Schnellzauberphase schon machen, bevor der Zombie handeln kann. Zumal hat er Initiative und kann sich dann auch nochmal wegbewegen und vielleicht nochmal auf die Schützen hier oder auf den Temple of Light was anderes zaubern. Vielleicht geht er auch ganz weg, um außer Reichweite der Schützen zu sein. Jedenfalls dieser Altar, der stört hier jetzt doch im Moment ganz schön, da der Zombie auf diese Art und Weise hier doppelt effektiv sein kann. Und die Rot Tokens, die stören am Anfang wenig. Ein Schaden pro Runde ist wenig, aber das stapelt sich auch hoch und irgendwann kriegt man es nicht mehr unter Kontrolle und das möchten wir auf jeden Fall vermeiden. Wird hier der Turm nochmal aktiv und schießt nochmal einen Hurl Rock auf den Zwerg, der keine Wache hält. Und das heißt, nur eine 33%ige Chance hat, um auszuweichen. Er weicht doch gar nicht aus, aber es war vielleicht ein Fehler, denn der Hurl Rock, der trifft mit 5 Schaden. Das geht durch die Rüstung und der Zwerg ist schon fast dem Tode nahe. Und jetzt kann hier der Earth Elemental den nicht den Two-Fisted Power Smash, aber den Quake Stomp machen. Und das macht er natürlich auch. Und der ist unavoidable. Das sind 3 Würfel auf beide Ziele. Mit der guten Chance auf Slam. Und das war's für den Zwerg. Der wird hier von 2 kritischen Treffern in der Luft zerrissen. Kann allerdings wiederbelebt werden, wenn Keychain noch ein Animate Dead hat. Der Zombie wird jetzt auch nochmal getroffen von einem Quake Stomp. Und 3 Würfeln. Kein Schaden, allerdings ein Slam und das heißt, der Zombie liegt am Boden und wird wohl erstmal nicht treffen. Also wenn der Zombie zuschlägt mit Daze, dann kann sowohl das schief gehen, als auch wenn die Verteidigung hier aktiv wird von Charmina, dann kann der Angriff auch nochmal ausgewichen werden, falls er überhaupt durchkommt. Und jetzt wird hier der Sacrificial Altar angegriffen mit 7 Würfeln, wie ich vermutet habe. Und schon wieder ein Wurf hier, 12 Schaden. Also jetzt wird hier wirklich aufgeräumt. Keychain ist leider das Opfer von Akiros Willen hier. 10 Schaden drauf, Wahnsinn. Das ist extrem. Und Keychains Verteidigung, Keychains Taktik fällt gerade in sich zusammen. Er hat nur noch 2 Kreaturen auf der Platte. Eine ist nicht in Reichweite vom gegnerischen Magier und eine Kreatur ist erstmal zu Boden geschmettert. Das sieht gar nicht gut aus. Mich wundert es, dass Charmina hier keinen
Hawkeye auf sich hat, so oft wie er hier jetzt schon Arcanzap und Hulk Boulder benutzt hat, wäre das doch wirklich eine gute Sache, um den Angriff einfach nochmal zu verstärken, Verzauberung zu spielen, die weder beim Verzaubern noch beim Aufdecken viel Mana kostet. Ich frage mich, was er hier noch auf sich drauf hat. Ein Hawkeye würde da auf jeden Fall Sinn machen. Keine großartige Wahl. Er wird jetzt den Zombie aktivieren und ausnutzen, dass Jamina noch hier steht und sich nicht wegbewegt hat. Der Temple of Light versucht wieder einen Daze oder einen Stun auf Jamina zu bringen. Allerdings, der Engel kann hier Intercept benutzen. Macht er aber gar nicht. Der Schuss kommt durch. Und diesmal scheint es was zu sein. Es ist ein Daze mit zeitkritischen Schaden, die allerdings nicht durchkommen. Also einfach nur ein Daze und das erschwert die Verteidigung. Allerdings der Engel, der hält noch Wache und den muss jetzt der Zombie angreifen. Der wird versuchen auszuweichen und das schafft es. Beziehungsweise das war der Daze-Wurf. Der Daze-Wurf hat geklappt, genau, Daze ist entfernt worden, aber der Engel ist auch aktiv ausgewichen und deshalb wird hier kein Angriff stattfinden. Der Engel schlägt aber jetzt nicht zurück. Aha, also wer Wache hält, der kann aktiv entscheiden, ob er denn einen Gegenschlag machen möchte oder nicht. Und Jamina sagt, nee, ich möchte hier gar nicht zurückschlagen. Die Chance, dass ich hier 4 kritische Würfel, ist mir einfach zu hoch. Das mache ich nicht. Ich begnüge mich damit, einfach den Angriff abgefangen zu haben und damit ist die Sache für mich erledigt. So, jetzt ist Jamina dran. Was wird er tun? In Anbetracht der Tatsache, dass Keecher nächste Runde wieder die Initiative hat, sollte der Engel vielleicht Wache halten, um den Angriff hier nochmal von dem Magier abzuwehren. Oder er plant, mit dem Engel einfach jetzt in die Offensive zu gehen. Ja, er hält Wache und sagt sich hier, den Zombie-Angriff, den kann ich mir nächste Runde sparen. Das möchte ich gar nicht. Der Zombie hat übrigens Pest, das heißt, nächste Runde könnte Jamina einfach 2 Felder weit weglaufen und ist nicht behindert und kann daher dann dem Zombie-Angriff ohnehin entgehen. Die Schützin schießt sich hier wieder auf den Erdelementar ein und auch wieder ein überdurchschnittlicher Treffer. Weitere 5 Schaden, 20 Schaden auf dem Erdelementar. Ob der hier diese Runde überhaupt nochmal zuschlägt, das wage ich mal zu bezweifeln hier. Jamina schießt jetzt nochmal einen Arcanzap, wahrscheinlich auf den Tempel. Aber das wird nicht klappen, weil er immer noch Daze hat und deshalb geht es daneben. Und Daze ist jetzt aber auch weg. Und jetzt ist Keecher nochmal dran. Mit seinem Nekromanten. Er hat 21 Mana und noch beide Aktionen übrig. Ich kann mir vorstellen, dass er hier nochmal Animate Dead spielt. Ah, er hat noch einen weiteren Zauberstab und bindet da jetzt was dran, eventuell Animate Dead, und hat in der nächsten Runde Initiative und kann es auch sofort nochmal benutzen. Falls er das denn möchte. Thank you.
Anime Dead, da wird's gespielt. 8 Mana, und das heißt Crimson Deadeye ist wieder im Spiel, hier in dieser Zone, wo ihn der Hull Boulder getroffen hat. Da ist er, Crimson Deadeye ist wieder am Start. Allerdings ist sehr verwundbar, denn er bekommt Schaden in Höhe seines Levels, und das ist Level 4. Er hat an sich nur 9 Hitpoints, das heißt, er hat jetzt nur noch 5 Rüstung 1 und ist deshalb auch relativ schnell wieder aus dem Spiel raus. Allerdings kann ja, Crimson ist nicht langsam, deshalb bekommt er hier jetzt keinen Stun-Up. Stun bekommt man nur, wenn die Kreatur an sich langsam ist. So wie ich das gerade. Ich hab's. Muss sagen, da kenne ich mich gar nicht so gut aus mit diesen Zombies. Ich guck nochmal nach unten. Denn vorhin frage ich mich, warum der Basilisk dann hatte. Zombie! If the creature has slow trade at the time it receives this marker, receives a stun condition. Wie auch immer. Ich glaube, vorhin, das haben die nicht ganz richtig gemacht mit dem Basilisken. Der ist nämlich an sich, glaube ich, nicht slow. Ja, den Basilisken habe ich noch nie benutzt, also. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass der Basilisk slow hat, der ist ja richtig schlecht. Wie auch immer. Crimson Deadeye ist nicht slow, deshalb bekommt er keinen Stun-Marker. Der kann diese Runde eingesetzt werden, weil er letzte Runde hier beschworen wurde. Und Kitchen hat die Initiative, das heißt, er kann anfangen. Und mir scheint hier, diese beiden könnten sich auf den Erdelementar einschießen. Allerdings schwebt hier schon wieder heimlich so ein kleiner Felsen über Crimson Deadeye, denn Jamina muss hier einfach nur ein Feld ranlaufen und einen Hull Boulder schmeißen, und dann ist der Crimson Deadeye schon wieder hinüber, und diesmal für immer. Der wird obliterated. Ihr kennt das vielleicht aus diesen Zombie-Filmen. Die sind immer so ein bisschen matschig, schleimig, und wenn da jetzt noch ein Felsen drauf fällt, dann bleibt da gar nichts mehr übrig, was man wiederbeleben könnte. Das ist einfach nur ein kleiner Schleimhaufen am Boden, und da ist ein Animated einfach nicht mehr möglich. Eventuell wird hier Kitchen nochmal versuchen, mit dem Temple of Light diesen Angriff zu erschweren auf den Crimson Deadeye, denn dieser Hull Boulder, der kommt mit Sicherheit. So sicher wie das Amen in der Kirche. Jamina hat auch genug Mana. Könnte sogar hingehen und diesen Erdelementar hierhin teleportieren für 6 Mana, um dann 3 Ziele auf einmal zu treffen. Den Nekromanten, der überhaupt keine Rüstung hat, und dann eben auch die beiden anderen hier. Nächste Runde mit der Initiative könnte der Erdelementar dann ein Ziel seiner Wahl nochmal mit 7 Würfeln angreifen. Das wäre ja auch nochmal eine Möglichkeit.
diesen Erdelementar wirklich einzusetzen. Denn hier hinten, wo er jetzt steht, da wird er nichts mehr angreifen. Den Zombie möchte er gar nicht angreifen und ein anderes Ziel bietet sich ja gar nicht an. Der muss nochmal ins Spiel gebracht werden, für 6 hierhin teleportiert und dann vielleicht nochmal ein Hurl Boulder hier auf die Gorgonenschützin. Das reicht auch vom Mana her wunderbar. Kichan hat sich hier jetzt ein bisschen deplatziert hingestellt. 3 Ziele in einer Zone ist natürlich immer ein Lockruf für so einen Zonenangriff, der zumal noch Slam nach sich zieht. Das bedeutet Daze und damit dafür sorgt, dass diese Kreaturen hier, die Fernkampfkreaturen, nur mit 50-50% Chance treffen können. Jetzt spielt er hier nochmal die Elemental Cloak, das heißt, er hat zu wenig Mana für Hurl Boulder und einen Teleport. Rüstung ist einfach nochmal ein bisschen erhöht jetzt. 1, 2, 3, 4 ohne Verzauberung, 4 Rüstung mit einem Veteran's Belt. Schild hat er nicht aktiv. Und Kichan verzaubert hier den Temple of Light. Da gibt es gar nicht viele Möglichkeiten, was das sein könnte. Harmonize funktioniert da natürlich nicht drauf. Also kann es eigentlich nur ein Reinforce sein, also eine neue Verzauberung, die für Beschwörungen geeignet ist, um die Stärke einfach zu erhöhen. Das bedeutet plus 3 Leben, glaube ich, und plus 1 Rüstung. Und dann ist das hier schon ein ziemliches Bollwerk. Und der Temple of Light schießt hier auf Charmina und trifft nicht. Weder Daze noch Stun noch irgendeinen Schadenspunkt. Einen Schadenspunkt hätte er sowieso nicht erreichen können durch den Veteran's Belt, aber weder Daze noch Stun, und das ist es, worauf es hier ankommt. Hat nicht geklappt. Jetzt hat Kichan noch die Aktion einer Kreatur, bevor Charmina dran ist. Und er benutzt seine Nekromanten. Wenn er jetzt stehen bleibt, wäre das nein, er bewegt sich weg. Wäre aber immer noch kein schlechter Zug, hier den Erdelementar ran zu teleportieren. Er benutzt hier eine Wand. Eine Wand? Und wo spielt er die hin? Dahin. Aha. Und blockiert hier das Sichtfeld zum Temple of Light. Er will also den Temple of Light noch ein bisschen länger behalten. Der Magier kann also dort jetzt nicht mehr so leicht hingehen und er benutzt sogar noch eine Wand und mauert hier den Magier ein, sorgt dafür, dass der hier erstmal nicht so leicht um die Ecke kommt. Der muss hier ganz schön weit laufen. Kann er aber auch, was nicht das Problem ist, denn er ist nicht behindert durch den Zombie. Er kann jetzt hier einfach 2 Felder laufen und der Zombie kann dann nur noch den Engel angreifen, falls er überhaupt angreifen möchte hier. Immerhin hat Kichan so verhindert, dass hier ein Hurl Boulder gespielt werden kann oder auch ein Teleport. Also die Taktik, die ich vorhin erwähnt habe, beide funktionieren jetzt nicht mehr. Und es fällt vielleicht auf, Kichan hat nur noch 5 Mana. Das bedeutet, wenn hier dieser Zombie jetzt drauf geht, dann kann er ihn nicht wiederbeleben und die Kreatur ist besiegt. Selbst mit Animate Dead kann er das nicht machen, denn Animate Dead wirkt nur auf Living Creature und der Zombie ist undead. Der kann also nur wiederbelebt werden hier mit dem Eternal Servant Marker durch Bezahlen von 9 Mana, und das hat Kichan im Moment nicht mehr. Vielleicht sieht Charmina das jetzt auch gerade nicht, aber wenn er jetzt hier volle Kanne auf den Zombie angreift und den vielleicht hier besiegt, dann ist der erstmal weg vom Fenster und die Gefahr ist gebannt. Jetzt schießt der Crimson Deadeye Sniper mit 4 Würfeln auf den Erdelementar und trifft wieder mit 7 kritischen. Wahnsinn! Der Erdelementar hat nur noch 8 Trefferpunkte übrig. Ich habe noch nie gesehen, wie ein Erdelementar zerschossen wurde. Das wird das erste Mal sein hier in diesem Spiel, denke ich.
Und ja, Jamina läuft zwei Felder weg, um dem Angriff vom Zombie zu entgehen und ist erstmal fertig. Wenn der Zombie jetzt hinterherläuft, kann sowohl der Engel ihn noch angreifen, ein Arcane Zap. Und das sind dann sechs Würfel. Mit ein bisschen Glück ist der Zombie hinüber und kann nicht wiederbelebt werden. Und dann kann hier endlich mal dafür gesorgt werden, dass die Rotmarker runterkommen. Scheinbar gehen Kitchen hier jetzt die Kreaturen aus, die Rotmarker auf den Gegner bringen können. Und der Engel versucht jetzt. Engel ist noch gar nicht dran. Der Zombie ist nicht gezwungen, den Engel anzugreifen, macht er aber dennoch. Wenn der Engel zweimal zuschlagen kann, kann der Zombie besiegt werden. Und der Engel schafft die Verteidigung und schlägt jetzt zurück und kann danach direkt nochmal angreifen mit seiner Aktion. Acht Würfel auf vier Hitpoints mit Resilient, das kann dafür sorgen, dass der Zombie in sich zusammenfällt. Und der erste Schritt ist getan, zwei Schaden sind auf dem Zombie. Ihr habt gesehen, Jamina hat jetzt absichtlich zurückgeschlagen. Vorhin hat er die Gegenattacke abgebrochen und gesagt, nein, ich möchte nicht zurückschlagen, jetzt macht er es. Und wenn er jetzt mit dem Engel angreift, ist der Zombie eventuell besiegt für immer. Und ich weiß nicht, ob Kitchen noch einen weiteren Zombie hat. Und er macht es. Jetzt kommt es drauf an. Ich glaube, wenn er das jetzt schafft, dann ist Kitchen wirklich am Ende. Seine ganze Strategie wird dann sich zusammenfallen. Und er schafft es gerade nicht. Der Zombie überlebt ganz haarscharf. Das war sehr, sehr knapp. Wahnsinn. Und er ist leider auch außer Reichweite gelaufen für einen Arcane Zap. Vielleicht hat er noch einen Schnellzauber, vielleicht einen vielleicht hat er noch einen Zauber hier, was wird sich da anbieten, einen Jetstream, eventuell fünf Würfel, das müsste reichen. Was er jetzt in seiner abschließenden Schnellzauberphase noch macht. Ah, da hinten schießt nochmal. Oder auch nicht. Die Schützin geht erstmal einen Schritt weiter, um hier nächste Runde auch nochmal auf den Engel schießen zu können, der in der Luft ist. Oder auch nicht. Also er überlegt, was er mit der Schützin macht, um die überhaupt nochmal im Spiel sinnvoll einsetzen zu können. Sollte sie natürlich irgendwie nach vorne laufen, allerdings dann sehr gefährlich hier. Ist immer noch Hurl Boulder, der Turm ist auch noch bereit. Und jetzt wird hier doch nochmal ein Zauber angewendet. Jamina hat also wohl noch einen Zauber vorbereitet. Er benutzt jetzt Hurl Boulder, das ist ein bisschen extrem, aber immerhin reicht das. Acht kritische. Ich glaube, der Zombie, der sieht jetzt wirklich die Vögelchen fliegen. Sterne blinken vor seinem inneren Auge auf. Der ist erledigt. Der ist sogar fast dreifach erledigt. Und das bedeutet, der ist für immer weg. Und der Guardian Angel wird einen Rot-Marker abbekommen. Und jetzt jede Runde einen Schaden erleiden. Kitchen hat jetzt Plague Master benutzt, um dem Engel noch einen weiteren Schadenspunkt zu geben. Bei Jamina macht das keinen Sinn. Plague Master und Rod sind zusammen zwei Schaden und das regeneriert er direkt wieder weg. Das wäre also Mana-Verschwendung, da Plague Master zu verwenden. Aber auf dem Engel macht es Sinn. Allerdings hat Jamina jetzt die Initiative und der Engel, der kann hier jetzt einfach regenerieren. Ich könnte mir aber vorstellen, dass
Kichan nicht ohne Grund hier in die Ecke gelaufen ist. Der könnte hier jetzt einen Deathlock hinstellen und dafür sorgen, dass Jamina eben nicht mehr regenerieren kann. Und versuchen dann, während Jamina hier nach vorne läuft, dann mit diesen beiden Fernkampfkreaturen und seinem Tempel dafür zu sorgen, dass der Deathlock lange steht. Vielleicht nochmal eine Mauer stellen, um hier auch außer Reichweite des Wizard Towers zu versuchen, das Spiel hier hinten hinzuziehen. Mit Deathlock muss Jamina jetzt auf jeden Fall rechnen oder mit Idol of Pestilence. Kosten beide 9 Mana. Kitchen hat nicht genug Mana, um beide zu stellen, hat nur 17. Denke, selbst wenn Jamina jetzt damit rechnet, dass Deathlock oder Idol of Pestilence gespielt wird, wird er jetzt erstmal versuchen, er hat die Initiative hier eins ranzulaufen und diesen Crimson Deadeye Sniper mit einem Hollow Boulder auszuschalten. Dann ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen Feuerkraft da hinten weg und nur noch die nervige Gorgonenschützin steht da rum, die allerdings eher weniger hier durch die Rüstung kommt und die Weak Tokens sind auf dem Magier ohnehin nicht so von Bedeutung. Und solange Kichan da hinten steht, kann er wirklich jede Runde einen Hollow Boulder abbekommen. Der wurde schon so oft eingesetzt und hat schon so viel Schaden angerichtet. Das ist richtig nervig, dieser Elemental Wand. Kichan wird sich wünschen, dass er den irgendwie vielleicht versucht hatte, hätte früher aufzulösen. Hat aber nicht. Jetzt wird ja auch nochmal eine Ausrüstung von der Schmiede wahrscheinlich gespielt. Könnte nochmal ein Mage Wand sein. Dass hier Elemental Wand und Mage Wand nebeneinander existieren und die Möglichkeiten von Jamina pro Runde dann nochmal um eins erhöhen. Das sind dann 4 Zauber, die er mit seinem Magier sprechen kann. 2 vorbereitet und 2 an den Zauberstäben gebunden. Aha. Eine Wand of Healing wird gespielt. Der kann natürlich für 2 Würfel heilen, sofern man 2 Mana bezahlt. Aber er kann auch hier diese lästigen Rot-Marker entfernen. Einmal vom Engel und von sich selbst. Es sind nur 2 insgesamt hier. Und das heißt 2 Runden und die beiden Rot-Marker sind weg. Und Kichan scheint im Moment keine Kreatur mehr zu haben, um weitere Rot-Marker auf das Ziel zu bringen. Ich weiß, er hat noch eine Darkfin-Fledermaus, die aber bisher nicht gespielt worden ist, und selbst wenn sie gespielt werden würde, dann wird die ziemlich schnell vom Himmel geholt. Die hat nur 4 Trefferpunkte, glaube ich, 4 oder 5, und von daher gegen einen Wizard ist das eine denkbar schlechte Kreatur. Jetzt wird hier der Hollow Boulder gespielt und eventuell ist dann dieser Schleimfleck am Boden zu sehen von Crimson. Jawohl, der stirbt schon wieder, bekommt hier 7 Schaden, das macht 11. 2 mehr, als er verträgt. Oder sogar 3 mehr. Und jetzt ist er endgültig hinüber. Und nur noch die Schützin steht da. Und eine Schützin alleine macht einfach zu wenig Schaden, um hier Jamina gefährlich werden zu können. Selbst mit Deathlock glaube ich nicht, dass diese Schützin den Zauberer daran hindern kann, hier einfach reinzulaufen und alles platt zu schießen, was hier irgendwie aufgestellt wird. Aber nicht, dass das hier irgendwie noch eine Zukunft für Kichan hat. Auf Dauer hat Jamina mit seinem Hurl Boulder wirklich guten Schaden gemacht. Jetzt kriegt er hier nochmal einen Daze ab. Was er aber eventuell was er für die nächste Runde behalten will, weil er seine Hauptaktion schon benutzt hat. Das heißt, nächste Runde einen Hurl Boulder zu spielen, ist natürlich eine riskante Sache. Also Daze ist hier nicht schlecht. Und Kichan läuft jetzt noch ein Feld und verzaubert Charmina jetzt nochmal mit einer Verzauberung. Wenn Nullify hier drauf ist, muss er das jetzt aufdecken.
Und jetzt hat er hier das Rod vom Engel entfernt. Kann er machen, weil der Engel in der Luft ist. Die Mauer blockiert hier die Sichtlinie nicht. Und mit dem Stab 2 Mana bezahlt. Also die Kosten für die Entfernung. Und das Rod vom Engel ist weg. Der kann jetzt hier reinfliegen, Wache halten oder auch hier reinfliegen, angreifen, wie er möchte. Und sich auch, wenn er Wache hält, nochmal hochheilen. Kein Nullify hier auf Jamina. Das bedeutet, Kitchen kann eventuell mit seinem Schnellzauber dann nochmal ein Enchantment spielen. Wow, diese Gorgonenschützen, die haut richtig rein. Das ist nicht der erste Treffer, der so gut ist. 7 Schaden mit 4 Würfeln und 12 auf dem Effekt. Da sind nochmal 2 Weak Tokens und einiges geht natürlich in die Rüstung. Ich glaube, da kommen ein paar Schaden rüber. Wie viel Rüstung hat er? 1, 2, 3, 4 mit Veteran's Belt. Also insgesamt 4 Schaden geblockt. Deckt noch Rhinohide auf, das heißt 6 Schaden werden geblockt und nur 1 Schaden kommt durch. Jawohl. Rhinohide wird aufgedeckt. Bei dem Treffer macht das auf jeden Fall Sinn. 1 Schaden. Jetzt sehen wir hier wieder diese Jamina-Festung, also 3, 4 Rüstungen mit Rhinohide 6 und Veteran's Belt und nochmal eine Deflection Brazers für eine Verteidigung im Nahkampf. Also es ist unheimlich schwer, dieses Bollwerk da zum Wanken zu bringen, zumal hier auch noch das Schild aktiviert werden könnte, was jetzt gar nicht aktiviert war. Und der Engel, der geht jetzt ran und schlägt hier mal auf den Temple of Light und kriegt 4 kritische Treffer hin. Das ist nicht schlecht. Da kann er selbst mit Reinforce nichts dran ändern, wenn er das aufdeckt. Von daher lässt er es auch. Macht keinen Sinn. So, ihr seht also, Kitchen fällt hier jetzt mehr und mehr auseinander. Jamina bekommt keinen Schaden mehr. Ich glaube, das Spiel hier, das ist mehr oder weniger gegessen. Es wird nur noch eine Frage der Zeit sein. 2, 3 Runden wird es hier die endgültige Entscheidung geben. Auch das Isle of Pestilence wird nichts mehr daran ändern. Jetzt wird hier Poison Blood aufgedeckt auf Jamina. Der kann sich also nicht heilen und bekommt jetzt den Schaden von Plague Master ab und vom Rod natürlich auch und vom Alt, das heißt, er bekommt 3 Schaden und die hat er jetzt auch. Eigentlich müsste er, glaube ich, sogar noch einen mehr haben. Ist Plague Master eingesetzt worden? Nein, noch nicht. Kitchen hat es noch nicht benutzt. Jetzt benutzt der Plague Master also nochmal einen Schaden mehr für Jamina. 3 Schaden hat er diese Runde bekommen. Aber ich glaube, das ist hier relativ unbedeutend, weil Jamina einfach noch so viel Hitpoint-Puffer übrig hat, dass ihm selbst jetzt 5 weitere Runden, die genauso verlaufen, nicht das Spiel kosten werden, wobei Kitchen sich 5 Runden nicht mehr leisten kann. Der Tempel wird wahrscheinlich diese Runde kaputt gehen, nächste Runde könnte das Idol kaputt gehen und die Gorgonenschützen ist sowieso verwundbar mit nur einer Rüstung. Und was hat dann Kitchen noch? Gar nichts. Er hat Animate Dead, das er nicht mehr benutzen kann, weil alle Kreaturen schon insgesamt 2 Mal
besiegt worden sind und den Zombie hat er auch verloren. Also er hat sein Pulver verschossen, das Magazin ist leer. Ich glaube nicht, dass das hier noch lange dauert. Hängt ganz von Charmina ab. Entscheidet er sich jetzt hier diese Beschwörungen einen nach dem anderen kaputt zu machen? Oder sagt er sich jetzt, ach komm, ich schieße jetzt hier mal auf den Nekromanten jede Runde ein Steinchen. Der hat keine Rüstung. Das lohnt sich hier jetzt schon richtig. Schaden kann mir ohnehin nicht mehr gemacht werden, weil ich einfach zu gut geschützt bin. Er könnte sich also hier jetzt Poison Blood runternehmen und dann wieder jede Runde 2 regenerieren. Jetzt bekommt er hier nochmal eine Verzauberung drauf in der einleitenden Schnellzauberphase. Das könnte Arcane Corruption sein, würde sich auch lohnen. Nochmal 3 Schaden mehr pro Runde. Jetzt benutzt er hier den Wand of Healing und nimmt sich das Rot runter. Das heißt, 1 Schaden weniger für 2 Mana. Und die Weak Tokens, die sind nicht so wichtig. Die sorgen nur für das Plague Master. Funktioniert aber. Rot hätte nochmal einen extra Schaden gegeben. Und das. Möchte er hier vermeiden. So, Aktionsphase. Kitchen ist dran. Der läuft jetzt sogar nach vorne in Reichweite, sodass ihm seine Cloak of Shadows gegen den Wizard gar nichts bringt. Wenn die jetzt aufgelöst wird, kann sogar hier der Turm schießen. Und er löst hier den Wand of Healing auf. Allerdings zu spät. Beide Rot-Tokens sind bereits entfernt. Und da kann also kein Schaden mehr drüber entstehen. Der Zombie konnte nicht mehr ausrichten als diese beiden Rot-Marker. Und die sind jetzt beide weg. Jetzt ist Kitchen erstmal fertig und hat keine Rüstung. Das heißt, Charmina hätte jetzt hier richtig, richtig stark reinhauen können. Geht aber erstmal zurück und holt sich das Poison Blood runter. Mit Hawkeye hätte ich wahrscheinlich hier die Gunst der Stunde ergriffen und hier mal ordentlich reingeschossen mit 12 Würfeln und dem Engel noch hinterher mit 15. Das wäre dann schon mal fast die halbe Miete gewesen. Das Daze ist weg. Und jetzt wird der Tempel hier nochmal versuchen, den Engel zu beschießen. Keine Verteidigung. Und Daze auf dem Engel, kein Schaden. So, und der Engel bekommt hier jetzt 3 Schaden ab und noch ein Weak Token von der Schützin, weil er die Verteidigung versammelt hat. Das ist natürlich ärgerlich, weil der Weak Token gerade auf bei so einer Kreatur, die im Nahkampf agiert, dann doch ein bisschen mehr reinhaut. Der geht jetzt hier nach rechts und heilt sich erstmal hoch, möchte kein Risiko eingehen, warum auch so. Eine Führung, wie er sie jetzt hier hat, die will man auch nicht mehr abgeben. Geht's jetzt nach rechts hier heilen, der Engel, hinter die Mauer und kann auch nicht mehr beschossen werden. Und der Erdelementar, auch wenn es nicht viel bringt, der geht jetzt mal hier auf Wache und kann Nahkampfangriffe auf sich ziehen, allerdings nicht zurückschlagen. Und im Fernkampf hilft das auch nicht wirklich weiter. Jetzt hat
Kichan wieder 22 Mana, relativ viel, aber wie will er das Mana an den Mann bringen, wenn nicht über Deathlock, was er jetzt hier irgendwie hinten platzieren könnte. Und jetzt wird hier Arcane Corruption aufgedeckt. Und das bedeutet, Jamina hat 1, 2, 3 Verzauberungen und bekommt 3 Schaden mehr. Und jetzt seht ihr, das ist dann doch schon eine ganze Menge. Also er bekommt 1 von Plague Master. Er bekommt 1 vom Idol und 3 vom Arcane Corruption. Das heißt, 5 Schaden bekommt er und er heilt 2, das heißt 3 Schaden mehr. Arcane Corruption, gerade ein ziemlich starker Zauber, wenn man gegen Kreaturen oder Magier spielt, die stark verzaubert sind. Das lohnt sich schon ab. 3 Verzauberungen, so wie hier jetzt. Manchmal sieht man ja auch noch mehr Verzauberungen auf einer Kreatur und dann ist es auch immer noch unheimlich teuer, das von einem Magier zu dispellen. Okay, es macht auch, ist auch nicht gerade günstig, das mal drauf zu malen und aufzudecken, aber immerhin 10 zum Dispellen. Das bedeutet, diese Runde hier ist außer dem Dispel hier von Arcane Corruption gar nicht viel drin für Jamina. Ich glaube, das Beste, was er hier jetzt tun könnte, ist ranlaufen, Arcane Corruption dispellen und hier diese Cloak of Shadows auflösen, damit in den folgenden Runden der Turm hier eventuell nochmal ein bisschen mehr was machen kann. Der bunkert hier nämlich Mana, ohne es loswerden zu können. Und dann vielleicht ein Teleport auf den Nekromanten hier hinten rein, dass hier der Erdelementar nochmal zuschlagen kann, zusammen mit dem Turm. Ich glaube, dann ist das hier in 2 Runden wirklich vorbei. Da gibt es dann kein Entkommen mehr. Vielleicht spart er sich auch, Arcane Corruption runterzunehmen. Läuft einfach hier ran, teleportiert. Wartet vielleicht ab, bis der Nekromant gezogen hat. Teleportiert ihn hin und schlägt dann hier mit 7 Würfeln einem Arcane Zap hinterher und nochmal einem Hurl Rock, was dann 15 Würfel insgesamt sind, und dann in der nächsten Runde ist das Entkommen für den Nekromanten auf jeden Fall schwer, wenn er behindert ist, Mauern schon verbraucht hat. Das wird dann ganz schlecht aussehen. Kichan, was kann er machen? Er hat, wie schon erwähnt, sein Pulver verschossen. Ich glaube nicht, dass da noch viel drin ist. Außer das hier hinauszuzögern, jetzt nochmal versuchen mit Enchantments hier ein bisschen Schaden draufzubringen, und eventuell gehen Jamina dann die Dispels aus und er kann dann hinten das Spiel aussitzen, bis der Zauberer dann irgendwann runtertickt. So, beide einleitenden Schnellzauber werden übersprungen. Die Aktionsphase hat angefangen und Jamina ist zuerst dran. Ja, und jetzt wird hier nicht die Cloak of Shadows aufgelöst, sondern hier der Mage Wand und gleichzeitig Arcane Corruption dispelled für insgesamt 10 Mana. Und hier Bimshala wird verwendet und Jamina heilt sich nochmal um 1. Bimshala steht immer noch da, wurde am Anfang mal angegriffen, aber der steht immer noch. Wäre auch kein schlechtes Ziel gewesen, mal für den Crimson Deadeye da drauf zu schießen.
Ja, und Kichan geht jetzt rückwärts und stellt jetzt hier den Deathlock hin. Wahrscheinlich hätte er es lieber da oben in diese Zone gestellt. Das ist ein bisschen Vorausplanung nötig, wenn man einen Nekromant spielt und denkt, im Spiel stelle ich dann bestimmt irgendwann mal Deathlock und Idol of Pestilence. Da möchte man es hier auch in die Ecken stellen und nicht hier in diese Zone, wo der Magier direkt schon ein Schussfeld drauf hat. Also kann man diesen Mana-Kristall eigentlich auch direkt schon am Anfang hier platzieren oder hier, damit diese Ecke und diese Ecke hier frei sind für die Beschwörungen, die man am ehesten verteidigen möchte. Der Kristall ist da nicht so wichtig. Und der Elementar, der bewegt sich keinen Millimeter, der bleibt da hinten stehen. Eigentlich könnte der auch mal ein bisschen Druck hier erzeugen und ran teleportiert werden. Dann wäre da nämlich hinten auch schnell Schicht im Schacht. Es lohnt sich jetzt auch gerade wieder in der nächsten Runde den Elementar ran zu teleportieren, weil hier drei Ziele sind. Und ein Ziel ist für Slam und Daze relativ verwundbar, dann trifft der Schuss einfach nicht mehr so gut und der Nekromant hat keine Panzerung, keine Rüstung, ist also auch für drei Würfel ein gutes Ziel und sowieso der Deathlock ebenfalls. Und jetzt die Gorgonenschützin versucht hier nochmal auf den Magier anzulegen, schafft es nicht durch die Rüstung, aber ein Schwächemarker kommt auf den Magier drauf. Und der Engel, der fliegt jetzt hierher und heilt sich nicht. Kann er auch nicht, denn hier steht Deathlock. Das heißt, er fliegt hier zwei Felder hin und ist bereit, hier alles anzugreifen, was er denn angreifen möchte. Alle drei Conjurations sind in Reichweite. Und er kann angreifen, was er möchte. Ich denke, zuerst wird er Deathlock beseitigen, denn hier... Der Magier möchte gerne regenerieren und der Engel möchte auch gerne regenerieren. Das wird das erste Ziel sein. Da werden wir jetzt wohl einen Hurl Boulder und noch einen Arcane Zap drauf sehen. Zudem wird der Engel versuchen, da anzugreifen mit zwei Würfeln, die er noch hat, um den Deathlock zu beseitigen. Ich glaube, wenn der gefallen ist, dann kann Kichan auch gerne das Spiel aufgeben. Er hat dann keine Chance mehr, hier den Magier zu besiegen. Er hat einfach zu wenige Würfel, die er rüberbringen kann. Selbst wenn er jetzt noch keinen Schaden bekommen hat, aber es ist ziemlich eindeutig, dass er hier dann nicht mehr gewinnen kann. Ich schau mal zum Spaß, in welcher Runde wir sind. Wir sind in der Runde 18, also auch ein überdurchschnittlich langes Spiel. Ich nehme alles zurück, was ich vorher gesagt habe. Wir sind schon über 2 Stunden. Aber ich denke nicht, dass es noch lange dauert. Ich glaube, Kichan hätte... wenn er ein bisschen anders angegriffen hätte, wenn er den Zombie zuerst beschworen hätte, darauf geachtet hätte, den auch immer wieder zu beleben, dann hätte hier die Offensive nicht so schnell an Fahrt verloren. Und Shamina benutzt jetzt hier die Schmiede, um sich einen anderen Elemental One zu geben. Auf der Schmiede war genug Mana und das sorgt dafür, dass er nicht eine Aktion benutzen muss,
und 3 Mana bezahlen muss, um hier den Spruch zu wechseln. Das heißt, er wechselt einfach den Stab und macht dann einen anderen Zauber dran. Und Kichen, der blockiert jetzt die Sicht hier auf das Deathlock mit einer neuen Wand. Und blockiert natürlich auch die Schusslinie für die Gorgonenschützin, die jetzt erstmal nur auf den Engel schießen kann. Also die dritte Mauer hier gespielt, die jetzt wahrscheinlich hier mit von Jamina umgangen werden muss. Dann läuft er außerhalb der Reichweite seiner Schmiede weg. Und der Temple of Light schießt nochmal hinterher auf den Engel. Keine Verteidigung, also ein Würfel. Wenn das natürlich ein Stun ist, das wäre ein mächtiger Schlag. Nein, nichts. Weder Schaden noch irgendwas anderes. Nein, die Verteidigung wird versemmelt und jetzt schießt die Schütze nochmal. Und leider nur 3 Schaden. Das ist nicht viel. Naja, für 3 Würfel ist das okay. Und nochmal Weak Token, der Engel, der schlägt jetzt nur noch mit einem Würfel zu, das ist ja gar nichts. Und hat auch schon viel Schaden kassiert, dass es langsam ein bisschen brenzlig wird für den Engel. Und dennoch mit einem Würfel versucht er hier im Deathlock Schaden zu machen, muss kritisch treffen, um überhaupt Schaden raufzubringen. Und das schafft er natürlich. Der Angriff ist noch verstärkt von Bim Schala, das heißt dann doch 2 Würfel und 2 kritische, die gehen hier drauf auf den Deathlock. Jetzt ist Kichen dran, er kann passen, aber ich denke nicht, dass der Erdelementar sich hier wegbewegen wird. Das heißt, Kichens Magier muss auf jeden Fall ziehen und der setzt sich jetzt auf Guard oder auch nicht. Hat sich umentschieden. Er passt erstmal. Das heißt, der Erdelementar, der bleibt da stehen. Nein, er geht jetzt nach vorne. Natürlich, weil die Gorgonenschütze nicht mehr drauf schießen kann. Der hat nur 8 Trefferpunkte. Die kann er nicht mehr angreifen. Das heißt, es ist sicher für ihn, langsam nach vorne zu marschieren. Kichen entscheidet sich dann, Wache zu halten, um den Angriff des Engels nächste Runde abzublocken. Jetzt ist es an Jaminas Zauberer hier, was zu tun. Er hat noch 12 Mana. Da ist ein Arcane Zap und ein Hall Boulder drin, falls er das denn möchte. Ich glaube, er ist ein bisschen überrascht worden von der Mauer hier. Hat vielleicht 2 Zauber vorbereitet, um hier irgendwas anderes zu bewirken. Aber ein Arcane Zap kann er immer hier schießen auf den Tempel eventuell. Und vielleicht noch einen anderen Zauber, den er hier vorbereitet hat. Ich denke, das hier könnte ein Acid Ball sein, um die Rüstung hier zu verringern. Jetzt schießt er erstmal hier auf den Temple of Light. Ja, ein Hurl Rock hat er sich ausgesucht. Also einfach ein Mana-effektiver Zauber, der viele Würfel würfelt. Und das war's für den Tempel. Der ist hinüber. Es sei denn, Kichen deckt hier die Verzauberung auf. Dann lebt er noch gerade so. Reinforce, jawohl. Dadurch werden dann 4 Treffer abgeblockt, nur 3 kommen drauf und er hat noch 4 Leben übrig. Und Innate Life ist stärker als hier irgendwie Deathlock und von daher funktioniert das mit dem Tempel. Und jetzt stellt Jamina hier die Ballista auf, das ist ein intelligenter Zug, weil er die sowieso noch hat und bisher nicht verwendet hat und kann jetzt in der nächsten Runde hier in seiner Initiative direkt mal auf den Deathlock anlegen. Und sogar auch, wenn er möchte, hier den Temple of Light treffen. Ja, ich habe auch schon vergessen, dass er die hat. Er setzt sie halt nicht direkt am Anfang ein, er setzt sie dann ein, wenn er sie braucht. Und jetzt ist es gerade gut. Er sagt schon, er hat auf Deathlock gewartet, um das aus dem Weg zu räumen. Und das wird ihm jetzt hier nächste Runde auch gelingen.
So, Chaminas Magier bekommt wieder 2 Schaden. Der Engel bekommt auch wieder 2. Das ist der Engel, der ist jetzt wirklich fast am Ende. Der Angel sollte, glaube ich, noch einen Schaden mehr haben. So, und der Engel, der hat jetzt nur noch 3 Trefferpunkte. Also wenn hier einmal jetzt die Schütze noch drauf schießt und gut trifft, dann ist der Engel hinüber. Also Chamina muss jetzt versuchen, hier in seiner Initiative mit der Balliste und dem Magier den Deathlock zu beseitigen, dann mit dem Engel irgendwie überleben und dann landen, Wache halten und dann nochmal die Heilung mitnehmen. Sonst ist der Engel nächste Runde im Eimer, denn Isle of Pestilence wird nächste Runde noch stehen. Ich denke nicht, dass das fallen wird. Und Plague Master wird auch noch funktionieren. Das heißt, der Engel bekommt am Anfang der nächsten Runde 2 Schaden. Er muss also diese Runde unter 10 Schaden bleiben, sonst ist er nächste Runde hinüber. Chamina wird jetzt wohl versuchen. Das ist schwierig. Er hat nämlich hier auf seinem Elemental Wand hat er Hurl Rock und es hat nur ein Feld Reichweite. Das heißt, er müsste dann schon 2 Felder laufen und hier Hurl Rock drauf machen, um dieses Deathlock sicher zu beseitigen. Sein hat jetzt richtig Würfelglück. Nein, hat er nicht. Es sind nur 4 Schaden und das lebt noch. Und selbst ein Hurl Rock muss durchschnittlich treffen, damit das kaputt geht. Selbst wenn er jetzt hier ranläuft. Nein, macht er gar nicht. Er geht jetzt hier ran und wird erstmal. Ah, er zielt doch drauf. Er hat einen anderen Zauber vorbereitet. Und jawohl, ein Hurl Boulder sollte das Problem hier lösen. 5 Schaden müssen gewürfelt werden. Mit 7 Würfeln. Und das reicht. Das reicht sogar dicke, das sind 8 Treffer und das Deathlock ist beseitigt. Das kann man nur einmal im Deck haben, weil es episch ist. Und von daher ist die Heilung ab jetzt wieder möglich. Und ich denke, er könnte jetzt noch einen Arcane Zap hier auf den Tempel schießen und hoffen, dass er da irgendwie gut trifft. Oder sogar einen Hurl Rock. Nee, das reicht nicht mehr, da hat er nicht genug Mana für. Das funktioniert nicht. Ich glaube, da hätte auch ein schwächerer Zauber ausgereicht hier. Aber auf Nummer sicher gehen ist da nie verkehrt. Ballista hat ihr Werk getan. Warum schießt er jetzt auf ihn? Das bringt jetzt eher nichts, weil ein Daze-Marker bringt ihm diese Runde nichts, vielleicht für nächste Runde, aber den Engel auszuschalten, das wäre hier doch jetzt eher mal die Priorität. Hier vielleicht 2 kritische auf den Engel, der nicht ausgewichen wäre und das wäre es schon gewesen. Der wäre dann
fast aus dem Schneider gewesen. Der Engel kann natürlich jetzt nach rechts fliegen und hier landen und hier Wache halten, um sich zu heilen, um dann nächste Runde auf jeden Fall noch zu überleben, selbst wenn Plague Master angewendet wird. Jetzt kommt hier nochmal eine Kreatur in Death Fang. Ich glaube nicht, dass der hier irgendwas ausrichten wird. Der würfelt nur 3 Würfel im Angriff. Ja, und Jamina landet jetzt hier auf der anderen Seite. Der heilt sich und die Gorgonenschützin kann ihn nicht angreifen. Kichan wird sich jetzt ärgern, dass er diese Kreatur da zuerst beschworen hat und nicht zuerst mit der Schützin angegriffen hat. Ah, kein guter Treffer auf die Ballista. Das sind nur 2 Schaden. Nächste Runde kann sie immer noch nicht schießen. Da hat Kichan noch ein bisschen Zeit, aber dann wird sie ihren Bolzen wieder auspacken. Und der Engel hält Wache und beschützt den Erdelementar, der jetzt dann doch schon gefährlich nah herangekommen ist. Ein einziger Teleportzauber kann ihn jetzt hier über diese Mauer hier teleportieren. Und dann kann er hier seinen Angriff ausführen. Das kostet nicht viel, nur 3 Mana, das lohnt sich auf jeden Fall. Jamina hat noch einen Schnellzauber und benutzt ihn nicht. Ja, ich wollte schon gerade sagen, ist ja gar nicht seine Art, hier so eine Aktion zu verschwenden. Schießt jetzt gar nicht auf den Temple of Light. Er sagt sich hier, das Idol of Pestilence hat nur 1 Panzerung. Da kann ich mit dem Arcane Zap eventuell mehr erreichen. Und direkt 3 Schaden drauf. Nicht schlecht. So, und Kichan dispelt jetzt hier nachwachsen. Das heißt, da ist keine Heilung möglich und Jamina wird weiter leiden. Allerdings deckt Jamina jetzt hier Enchantment Transfusion auf und transferiert das Regrowth auf den Engel, bevor der Dispel-Zauber wirklich wirken kann. Das Ziel ist also weg und der Dispel-Zauber, der vergeht im Nichts. Und jetzt ist der Engel hier nochmal mit Regrowth besser geschützt und wird so schnell nicht mehr dran glauben. Also wieder mal geschickter Zug. Er hat eigentlich nur darauf gewartet, dass hier irgendwas dispelled wird, um es dann auf eine andere Kreatur zu verschieben. Und der Engel ist hier gerade in Reichweite. Und deshalb passt das ganz gut. Der Engel heilt sich um 2. Jamina bekommt 1 Schaden vom Idol, eventuell noch durch Plague Master einen weiteren Schaden. Ärgerlich ist nur für Jamina, dass hinten der Wizard Tower, dass er den so defensiv gestellt hat. Da hätte er vielleicht noch ein bisschen länger warten sollen. Denn dieser Wizard Tower, der steht jetzt hier rum und kann gar nichts machen. Genauso wie die Schmiede, die hier so ein bisschen deplatziert sind. Das ist so das Risiko, wenn man defensiv spielt und dann doch zur Offensive gezwungen wird. Gerade gegen den Nekromanten würde ich mir vielleicht überlegen, das Ganze ein bisschen weiter nach vorne zu stellen. Der Nekromant hat gewöhnlicherweise nicht so viele Angriffszauber übrig, um diese Beschwörungen hier leicht zu beseitigen. Natürlich war die Gefahr immer gegeben durch die Fernkampfkreaturen. Das heißt, den Wizard Tower weiterhin kann man verstehen, aber die Schmiede hätte ich vielleicht nochmal ein Feld weiter nach vorne gesetzt oder den Wizard Tower dann später vielleicht sogar in die Zone der beiden Fernkampfkreaturen rein. So, jetzt hat Kichan Initiative immer noch keinen Schaden bekommen, aber Jaminas Taktik ist, alles zu vernichten, was ihm Schaden machen kann und dann sich hinterher um den Nekromanten zu kümmern. Und viel ist jetzt auch nicht mehr übrig, was Jamina gefährlich werden kann. Der Deathfang wird nur schwerlich durch die Rüstung kommen. Die Gorgonenschützin hat jetzt auch irgendwie nicht so wirklich ein Ziel,
Außer die Ballista und diese auch gepanzert, dass er noch ein, zwei Runden hier überstehen wird. Der Deathfang, der wird jetzt hier rein chargen und die Ballista angreifen mit ziemlicher Sicherheit, um Piercing 1 auch auszunutzen. Und dann zusammen mit der Gorgonenschützin vielleicht die Ballista in dieser Runde zu beseitigen. Der Engel wird da wahrscheinlich noch ein Mörtchen mitreden wollen. Der kann ja natürlich hochfliegen und da Wache halten, dass der Schuss abgefangen wird. Ist aber auch in Gefahr bei einem guten Treffer. Nochmal hier auch zu Boden zu gehen. Und Shamina selbst mit 10 Mana wird vermutlich hier nochmal eine Kombination aus Hurl Rock und einem Arcane Zap spielen, falls hier nichts anderes sich anbietet, um sowohl hier dem Idol of Pestilence als auch vielleicht dem Temple of Light nochmal Schaden zuzufügen. Wenn die beiden Beschwörungen jetzt weg sind, dann sieht es ganz, ganz schlecht aus für Kichen. Vor allem, wenn Shamina dann nochmal Nachwachsen auf sich spielt. Ich frage mich, wie viel Dispels hier noch vorhanden sind. Gibt es noch ein Poison Blood? Ich weiß es nicht. Aber auf Dauer wird hier Shamina, glaube ich, eher hochheilen als Hitpoints verlieren, je mehr Runden hier jetzt noch gespielt werden. Vielleicht teleportiert Shamina jetzt auch wirklich hier die Kreatur nochmal drüber. Allerdings kann man davon ausgehen, dass der Deathfang vorher rausläuft. Ja, schauen wir mal auf Kichens Karten, das, was ich vorhin gesagt habe. Kichen hat relativ wenige Karten, weil er so viele Karten außerhalb seiner Schule genommen hat. Und er hat nur noch 15 Karten, das ist natürlich wenig, da ist die Auswahl sehr eingeschränkt. Und Shamina, obwohl er einen Spawnpoint mehr hat, hat immer noch 32 Karten. Das sieht so aus, als würde Kichen jetzt einsehen, dass er das hier nicht schaffen kann. Also Shaminas Taktik ist wieder mal aufgegangen. Er muss den gegnerischen Magier gar nicht zu Boden strecken, sondern er sorgt einfach dafür, dass alle Angriffe mehr oder weniger ins Leben laufen, ins Leere laufen und dass die Gegner dann irgendwann einsehen, ich kann nicht mehr gewinnen und die geben einfach auf. Kichen scheint das hier gerade zu überlegen, ob er das wirklich tun soll. Also jede Runde hier, die länger gespielt wird, Kichen wird jede Runde eine Kreatur oder eine Beschwörung verlieren und okay, und er gibt auf. Ja, also die Ausdauer von Shaminas Bild hat sich wieder mal bewährt. Kichen mit seinem direkten Schaden und Plague Master konnte hier diesmal nicht so gut agieren wie im letzten Spiel gegen den Droiden. Es haben einfach die vielen Rotmarker gefehlt. Der Zombie ist durch, es war glaube ich eine der Schlüsselszenen hier im Spiel, ist auseinander explodiert, ohne dass er wieder auferstehen konnte durch Eternal Servant. Das war so eine der Momente, wo man gesagt hat, jetzt geht's bergab für Kichen und alles, was danach kam, hat das einfach nur noch bestätigt. Er hat Kreaturen verloren, er hat Conjurations verloren, Deathlock ist beseitigt worden, Poison Blood ist dispelled worden, Arcane Corruption ist dispelled worden und da ist dann einfach nicht mehr genug, um Schaden auf Shamina zu bringen, der sich gleichzeitig natürlich auch nochmal hochheilen kann und das wird einfach nichts, er gibt auf. Shamina ist der Sieger vom europäischen Teil vom Thunderdome 2 und das bedeutet, er wird im allergrößten Finale aller Zeiten des Universums gegen den Meister aus den USA spielen. Da ist
das Spiel noch offen. Es könnte Sharkbait, Grid oder Master Mystery sein. Und dann schauen wir mal, was das für ein spannendes Spiel wird. Wenn ich mich recht erinnere, wird das am kommenden Wochenende oder in 2 Wochen sein. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich muss selbst nochmal nachschauen. Es wird auf jeden Fall im Forum mitgeteilt, wann das Spiel stattfindet. Es werden im Übrigen 2, eventuell sogar 3 aufeinanderfolgende Spiele sein. Also nehmt euch Zeit mit. Wir wissen noch nicht genau, ob wir das alles an einem Tag machen oder an mehreren verschiedenen Tagen. Wir werden es euch mitteilen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nochmal reinschaut. Gerade das große Finale ist natürlich nochmal was Besonderes. Und wir lernen auch nochmal für kommende Thunderdome-Turniere mehr dazu, wie wir diesen Turniermodus besser gestalten können. Möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Jungs von Arcane Duels auch nochmal ein Turnier planen. Das wird in nächster Zeit bekannt gegeben und da das Ganze hauptsächlich ja, auch ein bisschen mehr in Kooperation mit Arcane Wonders stattfindet, gibt es da dann auch nochmal ein paar Preise zu gewinnen und ihr könnt euch für das Turnier bewerben, haltet die Augen offen und dann könnt ihr mitmachen und die Preise abstauben, wenn ihr hier gewinnen könnt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann an einem der kommenden Wochenenden wieder und schaut sowieso mal rein bei Arcane Duels im YouTube-Stream. Da stehen noch 2 Spiele aus, die ihr euch anschauen könnt. Ich glaube, wenn ihr das aus Deutschland nicht anschauen könnt, den Stream, müsst ihr einen Proxy verwenden oder euch das einfach hinterher anschauen, wenn es nicht mehr live ist, sondern einfach hochgeladen wurde auf YouTube. Und dann könnt ihr euch das angucken und sehen, wer den amerikanischen Teil vom Turnier auch noch gewinnt. Also ich würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.